gefallen. Du siehst, sie haben nicht das Geringste gesehen, oder wie war das? So, schön, dass ihr da seid. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Und zwar Technik. Das machen wir aber also für unsere Verhältnisse relativ kurz. Da geht es auch eher so um: guck mal, hier ist was Neues, das könnte doch was sein. Und der Hauptfokus heute ist tatsächlich ein Paper, was wiederum sehr uncharakteristisch für uns ist, weil normalerweise machen wir das nicht. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht haben wir das einfach übernommen, dass das. Naja, wir besprechen jedenfalls heute ein Paper, was allerdings wieder sehr auf das Thema digitale Lehre zugeschnitten ist. Verlinken wir natürlich auch alles, also auch die Links, die wir gleich zeigen. Und dadurch, dass das der Hauptpunkt ist, würde ich sagen, wärmen wir uns mal mit ein bisschen Technik auf. Du hast mal wieder was rausgesucht oder wahrscheinlich gefunden durch den Massenschwarm. Ja, also es plätscherte so in den sozialen Netzwerken an mir vorbei, ja. Okay, ich habe mir das nur bedingt angeguckt. Das heißt, du führst uns jetzt so ein bisschen durch. Ich mache einfach mal einen Browser auf. Du hast StreamYard mal an die Rampe gestellt. Und sie kommen mit Genau. dem Versprechen, der einfachste Weg zu sein, um live zu streamen. Okay, ich habe das so verstanden, es ist ein Multi-Streaming-Produkt. Das heißt, ich habe eine Software, da sage ich, ich will streamen. Dann sind hier oben verschiedene Ziele: Facebook, Twitter, X, wie auch immer, YouTube, wahrscheinlich auch Twitch, angegeben und dann geht's los. Also wie so ein Multiplexer. Genau, also ich habe das so verstanden, wir schalten uns ja per Zoom zusammen und früher haben wir uns per Skype zusammengeschaltet und wir haben uns auch schon mal irgendwie per Big Blue Button zusammengeschaltet und dann hast du eben deine lokale Bildquelle und du kriegst mich irgendwie über praktisch ein Bildschirmfenster Ja. oder irgendwie so ein NDI oder sowas in OBS wieder rein und mischt es da zusammen und dann geht es eben von OBS zu Twitch oder zu YouTube oder eben in eine Aufzeichnung oder irgendwo anders hin und diese Funktionalität eines Videokonferenzsystems, man kann sich, sage ich mal, schon mal Backstage zusammenschalten, irgendwie sich unterhalten, so wie wir das auch immer hier in unserem ja doch ziemlich kurzen Vorgespräch machen. Und dann Ja. kriegt man irgendwie eine gemeinsame Bildquelle raus und sagt, jetzt soll die irgendwie hingehen. So habe ich das Okay, verstanden. ja. Und also man müsste das natürlich mal irgendwie ausprobieren. Vielleicht können wir das, also müssen wir auch mal checken, ob man da irgendwie eine Lizenz für braucht oder sowas. Das habe ich mir schon angeguckt. Es gibt eine Free-Version. Also ich Okay. meine, es ist ja also diese typischen, irgendwo habe ich habe Pricing schon mal gesehen. Das ist quasi das Zweite, was ich mir angucke. Das sind wohl zwei Plätze. Also ich meine, eins, zwei, Okay. das, Und es ist ja. ein, zwei. Und es ist nicht zeitbegrenzt, so wie ein kostenloses Zoom-Meeting nach 40 Minuten Naja, automatisch ausgeht. 2 Stunden. Zwei Stunden, Ja, aber das gut, ist die das. lokale Aufnahme. Also, Okay. ich meine, mit 2 Stunden, Also. also sind wir mal ehrlich, mit 2 Stunden kannst du alles testen. Also, das Ja, ist mit ja. 2 Stunden kannst du auf jeden Fall alles Ja, testen. Also okay, wir haben hier ja. bei uns selten länger als 2 Stunden uns unterhalten. Ja, Also stimmt. ich finde es auf jeden Fall in der Hinsicht spannend, als dass es vielleicht so, also ne, diesen technischen Struggle, den wir ja auch ab und zu dann und wann schon mal hatten, dass es den vielleicht ein bisschen minimiert, zumindest wenn Ja. man so eine Out-of-the-Box-klickfertige Lösung hat mit, Ja. du gehst auf eine Webseite, du musst im Prinzip nichts installieren, also dein Browser kümmert sich dann darum, Video und Ton in Okay. diese Videokonferenz einzuspielen und dir wieder auszugeben. Und es geht Spannend. von dort eben relativ direkt irgendwie zu einem Streaming-Dienst. Also natürlich muss man sich da mit Sicherheit authentifizieren, Ja, natürlich, ja. ne, und irgendwie Zugangsdaten hin und her schubsen. Also einen initialen Okay. Einrichtungsaufwand hat man schon, aber man hat zumindest so nicht diesen OBS und irgendwie Zoom will nicht wieder das, wir kriegen den Ton nicht. Also wir hatten ja schon alle möglichen Probleme mal. Wir haben die bald zweimal durchgespielt und kommen wieder bei Start an. Passiert aber, also ja, das heißt, ich muss mich eigentlich nur um eine eigene Distribution, also weil irgendwo müssen natürlich, denken wir mal, unserem Bildungsbeispiel die Lernenden sein. Das heißt, entweder ist es irgendwie klar, weil also andersrum, es darf keiner in irgendeinem Zoom-Raum sitzen, weil so machen es ja alle anderen, sondern Ja, so. also ist Das natürlich die Sache, ich nehme mal an, in diesem Backstage-Bereich, da werden jetzt nicht endlos viele Leute reinpassen, sondern das ist schon so wie die Person, die man dann auch von dort auf die Bühne holen Ja, möchte. ja. Also mit Studierenden
ist das eher ein Format, was man dann eben als an der anderen Seite, also nur bei YouTube oder irgendwie bei Twitter oder wo auch immer, konsumieren würde. Aber Studierende, es sei denn, sie haben jetzt irgendwie einen Part an der Lehrveranstaltung und erzählen da auch was, so weil sie vielleicht auch einen Vortrag halten Ja. oder irgendwie eine Präsentation machen in dem jeweiligen Termin, wären jetzt, glaube ich, nicht in diesem Backstage-Bereich mit Ja. drin. Ja. Nee, also wieder, ich glaube, das gerade für, also man muss, glaube ich, ein bisschen gucken, wie der Anwendungsfall ist, aber ich meine, bei welcher Technologie oder bei welchem Werkzeug ist das nicht so? Ja. Also ich glaube, es macht das, ich würde jetzt mal so in kurz sagen, es macht das, was OBS macht, Bildquellen und Ja. Sachen mischen Ja. und irgendwie einen Stream rausgeben, das macht es Ja, noch ein paar über eine Filter. Ja, API. nee, definitiv. Also vor allem muss man, also gerade dieses Browser-based. Okay, ist, glaube ich, ein interessanter Link in so einer Werkzeug-Link-Kiste, in so einer habt ihr nicht mal oder ich habe den und den Anfall. Vielleicht auch für eine Konferenz, also wo man halt auch sagt, da kommen jetzt Leute zusammen, dann die eine machen eher das Werkzeug A, die anderen machen irgendwie jetzt so wie wir eigentlich Zoom übers Ohr hinten wieder raus, sagen, ja, wir wollen das alles selber machen. Oder man macht sowas. Okay, dann Genau. würde ich sagen, Und ist also was ja. vielleicht noch dazu passt, was wir auch immer mal ausprobieren wollten, und das hatte ich jetzt mit dem Christian Spanangel ausprobiert vor kurzem, ist dieses Stream Together Feature von Twitch. Ja. Und ich meine, da ist das im Endeffekt auch so, man geht auf diese Twitch-Seite, dann gibt es auch so einen Backstage-Bereich, in dem macht man im Prinzip wie eine Videokonferenz über einen Browser, ja. So wie wenn man sich eben über einen Browser in ein Big-Blue-Button-Meeting oder so einwählt, sagt der Browser, möchtest du dein Ja. Mikrofon und deine Kamera freigeben? Und dann sieht man sich erstmal im Browser und kann auch irgendwie so praktisch wie zehn, ne, so wie hier, einfach die zwei Kamerafenster nebeneinander oder ein Sprecher, beide Sprecher irgendwie größer, kleiner mit einem freigegebenen Bildschirmhintergrund. Und dann sagt man eben da, jetzt möchte ich live gehen. Dann gibt es im Prinzip ein, ja, nicht so ein Stream-Key, sondern so eine Browserquelle. Im Endeffekt sowas wie, was wir mal in unserem Live-Format ausprobiert hatten, mit wo wir ein Bild vom Tablet genommen haben, Ja. über dieses, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, VDO Ninja, so hieß das, VDO Ja. Ninja. Ja, und dann gibt es eben so eine Browserquelle in OBS und von, also am Ende braucht man dann da interessanterweise, obwohl das irgendwie Twitch ist, ja, kann man nicht sagen, direkt live auf Twitch auf den Kanal, sondern man hat eine Browserquelle, dann macht man die Browserquelle, tut man die in OBS rein und von da streamt man dann eben wieder zu Twitch. Ach, das ist ja. Ah, okay, verstehe. Also dieses Twitch Stream-Together-Feature macht am Ende des Tages, würde ich sagen, auch nichts anderes als dieses StreamYard. Es macht im Browser eine Videokonferenz und der Ausgang dieser Videokonferenz ist eine Browser-Eingangsquelle für OBS. Ja. Und vielleicht möglicherweise kann man das eben bei diesem StreamYard auch, ne, nicht eben nur direkt nach YouTube, was auch immer, Ja. sondern Ausgang ist vielleicht auch da eine Browserquelle und mit der kann man dann wieder in OBS Ja, machen, was man krass. will. Also wenn ich mich so ein bisschen an die Anfänge erinnere, gerade externe Quellen, dann gab es ja so Sachen wie zum Beispiel, wenn man bestimmte Kameras oder bestimmte Arten von Quellen einbinden wollte, dann musste das Gerät einen lokalen Server aufmachen. Dann hat man irgendwie ein Skript gebraucht, um den Server anzupingen, damit man sozusagen ein Erstmal irgendwie eine Videofeed von der Verbindung hatte, hieß HTML. er. Also so ganz wilde Sachen, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, nee, Leute, das ist mir jetzt auch zu wild. Capture Card und fertig. Ja. Aber okay, spannend, dass ich da. Aber ja klar, ich meine, woher soll die Webseite auch, also Twitch jetzt in dem Fall oder egal welche Streaming-Plattform, dein Gastbild sozusagen bekommen, wenn nicht über, ja, also sonst müsstest du es ja über das Frontend sozusagen von der jeweiligen Webseite hochladen. Das ist, glaube ich, auch nicht, weil man will ja schon live interagieren. Das ist ja das Schöne, warum wir jetzt in Zoom das Ganze machen, weil das ist die wichtigste Eigenschaft und dass es auch stabil ist, okay. Und danach, ja, dann kommen halt alles Weitere ist danach gelagert. Okay, spannend. Genau, und es hat eben, also ne, unsere Zoom-Konferenz hat eben auch relativ wenig Delay und Ja. Verzögerung und das ist ja genau das, was man in dem Moment eben haben möchte. Ja, Ja. also ich finde es spannend, weil am Ende, ne, ist es, also macht es das, glaube ich, für eben auch technisch nicht so affine NutzerInnen einfacher, sowas zu machen, weil musst keine Software installieren, du musst auch keine Adminrechte möglicherweise auf irgendeinem Rechner haben, ne? Du kannst das auch wieder, also
zum Beispiel, wir haben jetzt ja neue Hörsäle, die sind ja auch mit Computern ausgestattet. Da kann ich mich einfach mit meinem Uni-Login anmelden. Aber Ja. da läuft natürlich nur die vorinstallierte Software. Und wenn ich da Ja. kann ich selber keine Software installieren. Wenn da kein OBS drauf ist, kann ich kein OBS machen. Es sei denn, ich rufe irgendwie 3 Wochen vorher im Rechenzentrum an, dann würde ich das vielleicht möglicherweise potenziell auch bekommen. Keine Ahnung, ne? Aber interessanterweise zum Beispiel diese simple Windows-Uhr ist eben auf dem Hörsaalrechner nicht vorinstalliert, aus irgendeinem Grund. Die Windows-Uhr. Die Windows, also diese, wo ich sage, diesen Timer, ne, womit ich so einen Ah, Timer ja, machen kann, okay, ich wann schon, der Stream anfängt. ja. Und tja, ich meine, Workaround ist, mach einen Browser auf, such dir irgendeine Timer-Webseite raus, mach das Browserfenster klein, lass es so anzeigen, dass es keine nicht viel Rahmen ringsum hat, kriegst du eben auch einen Timer, ne? Verstehe. Irgendwie über einen guten, installierten, leistungsfähigen, aktuellen Browser kriegst du Ja. natürlich alles hin und so eben über StreamYard auch eine Ja. Videokonferenz mit irgendwie einem Video-Output. Ja. Und das geht potenziell wahrscheinlich eben auch von einem Android-Tablet oder von einem Ja. iOS oder von irgendwie seltsamen Betriebssystemen, Geräten, die aber immerhin einen aktuellen, leistungsfähigen Browser haben. Ja. Einzige Einschränkung, die mir da jetzt einfällt, also noch zum Nutzerkreis, ich könnte mir auch vorstellen, dass das für eine IT, jetzt vielleicht auch außerhalb vom Uni-Zeitraum, Uni-Umgebung, dass es durchaus auch für Firmen interessant ist. Also diese Art von, okay, ich will jetzt mit, gerade wenn es irgendwie doch extern ist oder ich habe Roadshow oder was auch immer. Und wenn dich dann sozusagen eine IT nicht drum kümmern muss, dass du in 3 Wochen sowas Banales wie eine Freigabe haben willst, dass man halt, so wie man ja auch gesagt hat, okay, wir kaufen jetzt als Uni oder als Unternehmen Lizenzen ein von wem auch immer, dass man eben sagt, okay, und deswegen hatte die Firma jetzt mit Sicherheit auch deswegen Enterprise-Angebote. Ja, damit dann irgendwie schon wieder nicht so ist, oh, schon wieder eine Mail von Mandowski, was will er denn jetzt? Ja, sondern hier ist eine Möglichkeit, dann gibt es irgendwie eine zentrale Schulung und viel Spaß in was auch immer ihr da macht. Ja, spannende Sache. Direkt zum nächsten. Auf jeden Fall. Das ist dann in dem Fall die DJI Store-Seite. Wir haben ja schon verschiedene, uns sind die Anbieter egal. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal, als wir sind nicht im Influencer-Game, hier gibt es keine Rabattcodes, hier gibt es einfach nur, was gibt es irgendwie Neues? Wie würden wir das irgendwie benutzen? Wo sehen wir da irgendwie von der persönlichen Meinung her irgendwie eine interessante Art, oft im Bildungsbezug? Also wir halten hier keine Sachen in die Kamera, das ist uns eigentlich persönlich sehr sekundär, wer und von wem das dann kommt. Du hast jetzt ein, wer ist das, DJI Mic 2, weil es, Genau, ich glaube, also das ich habe auch bespricht. das DJI Mic oder Mic, das haben wir auch schon mal besprochen. Das Einser dann. In Ja. irgendeiner vorherigen Folge hätte man jetzt mal vorher recherchieren müssen. Und seit irgendwie ein paar Tagen gibt es eine zweite Version. Wollte irgendwie einfach mal darauf hinweisen, Ja, dieser was. Drehknopf ist so modern geworden, dass das, also ich habe persönlich kein Mikrofon, dass das so aufgebaut ist, aber so von der, also auch andere Hersteller, auch diese, also es gibt so eine Art Meta sozusagen, also die Box und der Drehknopf, weil man irgendwie herausgefunden hat, okay, Ja, Leute genau. mögen schon Sachen Also, zu drehen. Ja. genau. Also, das sind vielleicht eben so die entscheidenden Neuerungen, ne? Also, diese Ladeschale-Box, das ist, würde ich sagen, was mal potenziell Hollyland erfunden hat. Also, was so aus dem Handygebrauch natürlich kommt, ne? Man hat irgendwie seine Earbuds oder wie auch immer die nennen, diese Ja. Kopfhörer, und dann hat man eben eine Ladeschale, wo die aufgeladen werden. Ja. Und ich glaube, Hollyland ist so die erste Firma, die eben gesagt hat, hier, wir packen einfach ein oder zwei solche Funkmikrofone und den Empfänger in solche Ladeschale. Ich super praktisch, ne? Ich nehme die raus, die schalten sich automatisch an, verbinden sich, pairen sich, ich packe die wieder rein, die Fertig. schalten sich aus, werden aufgeladen und in meinem Rucksack auf dem Weg von einem Seminarraum in den anderen laden sich die Dinger automatisch wieder auf und sind im Prinzip praktisch voll, wenn ich im anderen Raum angekommen bin. Und also Rode Mikrofone zum Beispiel muss man eben immer noch Hände stecken und das ist total fummelig und so, das zu machen. So, was jetzt DJI irgendwie mitgebracht hat, ist, was Hollyland nicht konnte, aber Rode konnte auf den Mikrofonen aufzeichnen, was total nett ist, wenn man wirklich Videos produziert und mal irgendwie diese Funkaussetzer hat, hatten wir auch schon häufiger mal. Ja, dann ist, wenn ich eben erst nach der Funkstrecke aufzeichne, irgendwie blöd. Wenn ich schon auf dem Gerät aufzeichnen kann, habe ich sozusagen so ein Backup, was auch bei Funkaussetzern ich in der Postproduktion irgendwie nutzen kann. So, und DJI waren so die, die das zusammengeführt haben. Also die haben gesagt, Ladeschale,
Super praktisch und aufzeichnet auch auf den Geräten als Backup. Ist jetzt für mich für Live-Online-Hybrid-Lehre-Formate nicht so wichtig, aber ist so, wenn man ein bisschen, also wenn man Erklärvideos aufzeichnet, ist das auf jeden Fall schon ein Feature. Ja. So, und was mich aber an diesem DJI so ein bisschen genervt hat an der ersten Version ist, das hat für die Bedienung eben nur ein Touchscreen gehabt. Und das HoloLens hatte ein schönes Display und hatte aber zwei Drehknöpfe. Und mit den Drehknöpfen konnte man eben Lautstärke ein- und ausstellen, man konnte muten und man konnte durch so Tastenkombinationen, konnte man auch ein paar andere Sachen einstellen. Aber klar, mit einem Drehknopf kannst du nicht viel machen. Und ich fand das aber bei dem ersten DJI irgendwie super, super fummelig, alle möglichen Einstellungen über so einen total kleinen Touchscreen einzustellen. Und von daher feiere ich das total, dass dieses Mikrofon jetzt eben, so wie auch dieses HoloLens Lark Max, auch so einen Drehknopf hat. Also diese Kombination aus Touchscreen für irgendwie viele Menüebenen, viele Funktionen, die man da darstellen kann und durch die man sich irgendwie durchwursteln kann, plus irgendwie so die Haptik und den Bedienkomfort von so einem Drehknopf für dann irgendwelche Regler für laut, leise, für Mute, für was auch immer. Ja. Das alte hat einen analogen Ausgang und hat auch einen USB-Ausgang, wobei ich mir immer nicht sicher bin, wie gut diese USB-Ausgänge, also am Computer funktioniert das wunderbar, aber ob das wird eben je von Handy, Android, was auch immer abhängen, ob das erkannt wird oder nicht. Und hier gibt es jetzt so ein Feature, dass man eben dieses Wireless-Mikrofon eben auch, also den Empfänger per Bluetooth mit dem Handy verbinden kann. Ja. Und das wahrscheinlich eben auch dann mit einem Bluetooth-Standard, der nicht so arg komprimiert und irgendwie relativ gute Sampling-Rate, Dynamik und wenig Kompression hat. Und dann trotzdem natürlich diese Funksender eben eine viel, viel, viel größere Reichweite und viel bessere Übertragungsqualität und weniger Latenz und so hätten, als das jetzt so ein normaler Bluetooth-Standard hätte. Weil da steht eben unten irgendwas von 250 Meter oder so, ne? Ja. Hier ist die Ladeschale. Ich glaube, oben war in der Beschreibung oben stand irgendwo 250. Ein. Ich glaube, ich habe jetzt ist ausgeblendet. Ich glaube, das ist ähnlich. Ja, genau. Das ist so. Das steht relativ weit oben und unter diesen Pegeln maximal übertragungsreich. War gleich ausgeblendet. Ja. Genau. Ja. Okay, spannend. Naja, und ich meine, das. Also ich habe mir jetzt auch vor kurzem ein neues Smartphone gekauft. Mit dem habe ich jetzt auch noch nicht das, was ich sonst immer häufiger mal gemacht habe, direkt von dem Handy per Twitch gestreamt. Und das neue Handy hat eben keinen Klinkeneingang-Ausgang mehr. Und das heißt, mein... Ja, willkommen in der moderneren Generation. Willkommen in der realen Welt. Guten Tag, Herr Magnus. Warum geht das nicht, wenn du keine Klinke hast? So. Ja, und das heißt, mein schönes HoloLens, was ich dafür bisher benutzt habe, also jetzt müsste ich mir dafür potenziell wahrscheinlich einen Klinke zu USB-C-Adapter kaufen und den an mein Handy ran. Willst du das? Ja, weiß ich nicht. Vor allem habe ich dann ja kein Kabel mehr frei für eine Powerbank. Also weiß ich auch nicht so richtig, ob wieder muss ich noch ein USB. So, und tja. Also es muss Bluetooth her, sagst du. Genau, also im Prinzip aktuelles Handy, wenn du keinen analogen Mikrofoneingang mehr hast, da muss Bluetooth her. Oder du musst das Handy wahrscheinlich vor einer 2-Stunden-Übungsstream irgendwie komplett aufladen, dass das eben in dem Akku mit Twitch und Bildschirm und die ganze Zeit Kamera, Datenrate und so hält, dass man dann analog per USB, also ne, mit einem Klinke zu, tja, oder irgendwie Bluetooth. Ja, aber findest du Übungsstream vom Handy so? Ich meine, klar, der Formfaktor, alles ist drin, Kamera und Co. Ja, habe ich mich noch nicht so mit anfreunden können. Aber ich mache auch nicht so deutlich weniger Übungen als du. Ja, also für die Chalk-and-Talk-Übungstermine. Okay, fair. Das ist praktisch. Gut, dann würde ich sagen, DJI so abgehakt, vorgestellt, New Kid on the Block sozusagen. Genau. Ist schon bestellt oder kommt es noch? Nee, habe ich noch nicht bestellt. Machen wir direkt den nächsten. Du hattest es schon angesprochen, HoloLens, nicht das erste Mal, dass wir uns die Marke anschauen. Unter der Kategorie auch andere Mütter haben schöne Töchter wo wir jetzt keine, also wenn wir die eine Marke nennen, nehmen wir die andere Marke auch, genau. Ja.
Das ist, also man erkennt noch nicht, wie klein es ist. Achso, man muss auch raus und den Browser wechseln. Hier, Holyland, lag M2. Ich glaube, das hast du auch gerade schon angeteasert mit M, also mit Max. Ja, 9 Lark Max Gramm ist noch ein anderes. Buttsize? Ah, okay, ja, das merkst du noch was. Okay. Ich kenne mich, ich kenn mich mit Holyland nicht so aus. Es gibt mittlerweile so viele, dass Ja. auch selbst ich irgendwie so ein bisschen manchmal Probleme habe, den Überblick zu behalten. Ja. Aber Ja. ja, also ich meine, das ist ein schönes Bild hier. Was man sieht, oben links, Plug and Play. Ja, okay, keine Klinke mehr. USB-C ist oder eben Lightning ist das Ja. Mittel der Wahl. Ja. Ja. Dann gibt es auch wieder diese Ladeschale, die man jetzt hier nicht auf dem Bild sieht, aber wie du schon angedeutet hast, die Empfänger, also nein, die Sender sind sehr, 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 sehr klein. Absurd. Also irgendwie so Münzengröße, 9 Ja. Gramm, super Man sieht leicht. gleich noch ein paar Bilder. Hier dieser angesteckte, ja, also sie sagen jetzt quite a noise. Ich nehme an, dass das eine Art Filter ist. Da würde ich gern fast schon mal gerne ein Spektrogramm sehen, wie sehr sozusagen Frequenzen rausgefiltert werden. Naja, also ich glaube, das ist was, also das Holyland Lark M1 habe ich ja auch, das haben wir auch mal irgendwann hier besprochen und das hat eben auch so einen eingebauten, was sie da genau machen. Wir haben uns das auch mal angeschaut auf der Webseite, das hat so ein Noise Cancelling Feature drin. Also ich nehme mal an, sie werden irgendwie sowas machen wie, ja, sie haben ein Mikrofon, was in mehrere Richtungen geht, was sozusagen Umgebungsgeräusche aufnimmt und dann werden sie ein zweites Mikrofon haben, was eben hauptsächlich in Richtung der sprechenden Person geht. Oh, und dann werden sie sowas wie die Differenz von den beiden bilden und werden eben sagen, ne, das ist jetzt irgendwie so unser Active Noise Cancelling. Also was hier auch spannend ist, da oben Knob Control, ja, also auch da, wo das alles sehr klein ist, man hat nicht an einem Knopf gespart, Ja gut, um darauf irgendwas jetzt noch ein einzustellen. Touchscreen, also dann, ja, da. Okay, das ist die Combo, das ist nur die Kamera, weil das geht in die Kamera und du hast zwei Leute, die sprechen, plus Ladeschale. Und Mobile ist, das geht ins Handy, das sind zwei Menschen, die sprechen. Und ja. Gut, das ist tatsächlich schon schnell erklärt. Genau. Also in dem Kombo-Paket sind einfach beide Empfänger drin Ja, für Lightning und für USB-C, das fand ich ja. schon interessant. Sorgt natürlich dafür, dass man sich noch eine magnetische Platte, also das Genau, hält ja das hat jetzt das eigentlich Ding. einfach auf, also Magnetismus ist ja irgendwie jetzt keine Magie. Was Ja. ist deine Brust nicht magnetisch? Nee, nee. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich, die meisten Tafeln sind magnetisch. Dann könnte man so ein paar, also ist natürlich jetzt ein Trollgedanke, aber man könnte so ein paar von denen an die Tafel werfen und hätte auch ein omnidirektionales Feld, weil ja überall auf einmal Mikrofone wären. Das mit Ja. der Kette fand ich irgendwie ganz, also ist glaube ich jetzt auch eher für die Edu-Szene aufs, also ich glaube für so Vlogger, vielleicht auch für, also ich kenne diverse in Sportvideos oder auch beim Sportklettern und Co., wo man auch weder eine Leitung brauchen kann, auch ich glaub, man braucht irgendwas, was auch stark senden kann. Da ist es total typisch, dass sich Leute irgendwas. Also auch diese Anstecker nehmen und irgendwie ans Revier oder an die Kleidung hängen. Und ich könnte mir für den Einsatz, gerade wenn man sich irgendwie mehr bewegt, durchaus so eine magnetische Halterung vorstellen. Ja, und das Ja, Necklace, also, ja. ja, ich meine, früher das erste Lavalier-Ansteckmikrofon, mit dem ich zum Beispiel meine Outdoor-Hybrid-Übung früher gemacht habe, ne, das hatte eben so ein kleines Ansteckmikrofon, wie man die Ansteckmikrofone kennt, mit einem Kabel, was eben zum Gürtel geht. Ja. Und da hat man dann einen, ja, schon Zigarettenschachtel-großen Sender gehabt, wo eben auch ein relativ großes Batteriefach und so drin war, Ja, so wie man ja. das vielleicht auch so von den klassischen Hörsaalmikrofonen kennt, die ja auch ziemlich Ja. groß sind, die man sich um den Hals hängt. Und ich meine, das ist schon beeindruckend, dass jetzt hier Mikrofon, Batterie, Sender, irgendwie alles in so einem Formfaktor ist, wo früher allein das Ansteckmikrofon war. Ja, absolut. Jetzt wären noch ein paar. Also gut, die Ja, ich Fidelity meine, Audio klar, hören wir das uns ist jetzt nicht jetzt ja an. alles so ein bisschen Show. Genau. So on the run. Ja, klar. Die 40, also gut, wir müssen jetzt mal Also gucken, die was die 40 einschätzt. Hours Battery Life, die beziehen sich auf die Ladeschale. Ah, Ja. okay. Also die Aber okay, beziehen sich, fair. ich glaube, 6 Stunden kann das ungefähr am Stück oder Ja. 8 oder 10 Stunden, Ja. also wahrscheinlich irgendwie sowas und dann kannst du eben
Ja, wenn du nicht Ne, gerade musste den, zwischendurch mal ja, aufladen. wenn du nicht gerade den längsten Askathon der Uni-Geschichte machst, Ja, und ich dann meine, selbst brauchst du die dann, nicht. ja, und selbst Also. dann, ich habe ja auch schon sehr lange Formate mit meinem gemacht. Ich meine, nimmst du mal eins kurz, ne, im Normalfall Ja. brauchst du ja nur eins, dann Ja. packst du das zum Laden, nimmst dir das andere, Ja. und kannst du schon nahtlos Ja. wechseln. Hier sieht Das man ist eigentlich, nochmal ganz schön, wenn ich das. das ist auf die Reichweite bezogen, genau. Ja, vor allem sieht man mal hier, wie. Na, komm zurück. Wie der Sender, der Empfänger nochmal an die Kamera angeschaltet ist, weil das ist ja Genau. durchaus dann. Ich weiß jetzt nicht, ob man. Sieht man es gleich? Die 300 Meter, weiß nicht, Feldexkursion der Geologie. Also irgendeine Fachgruppe wird mit Sicherheit da noch Nutzen für haben. Für uns Schreibtisch-Informatik-Täter wüsste ich es jetzt nicht direkt. Also ich will damit sagen, diese 250 Meter oder auch bei, ich glaube, DJI hatte ja Also gerade auch, zumindest, ich würde das mal sagen, du ist kannst dich echt in einem dicke. großen Hörsaal sehr frei bewegen und wirst in dem großen Hörsaal, Ja. egal wo du bist, sollte das Ding noch Empfang Ja, haben. Ne? Und ja. das ist ja das, wo. Und ich meine, das würdest du eben mit einem Bluetooth, mit einem reinen Bluetooth-Mikrofon zum Beispiel nicht hinbekommen. Also das mehr als 10, Ja, 15, ja. 20 Meter, never ever. Wobei man, da muss man ehrlicherweise sagen, nur weil die Kamera 200 Meter im Vorlesung im Hörsaal steht, heißt es ja nicht, dass ich mein Audio, also jetzt fängt es richtig nerdmäßig an, dass ich da mein Audio hinschicke und die Ja, Kamera genau. das, also dann würde ich einfach sagen, ich werde mich niemals weiter als 10 Meter von meinem Laptop oder meinem, wie auch immer, Leergerät, also mein Laptop zum Beispiel, bewegen. Und dann ist da einfach der Empfänger drin und dann habe ich eher ein Problem, wie ich das Kamerabild einfange. Aber ja, okay. Ja, jetzt flexen sie So, und ich meine, richtig. hier ist jetzt Ja. das mit diesem Interference. Ja. Tja, und das ist halt, ja, Dual Anti-Interference, Ja, keine Ahnung. Ich sie werden es gelöst haben, ja. Die werden Okay. sich schon irgendwas überlegt Ja. haben. Ja, spannend. Okay. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, ob du oder diverse Kollegen aus anderen Unis sich das kaufen und dann mal berichten werden. Also mal schauen, ich habe im Moment so viele Mikrofone, dass ich jetzt da auf Einen jeden Fall nicht Verleih direkt aufmachst. auf genau, nicht Ja. direkt auf Bestellen geklickt Ja, habe. sehr gut. Aber ich stelle jetzt fest, dass über dieses, ne, neues Endgerät hat keine Klinke mehr. Du musst jetzt mal doch eines der anderen Mikrofone an den Start bringen, was irgendwie Ja. direkt auf USB-C oder so rauskommt. Und potenziell, keine Ahnung, vielleicht muss ich mir mal wirklich irgendwann dann so ein Bluetooth-Teil kaufen. Ja. Gut, ich würde sagen, das war tatsächlich ein schneller, halbstündiger Tech-Rundown. Wenn ihr euch die Geräte bestellt, sagt gerne Bescheid, ob und wie das was ist. Einfach Matthias auf den diversen Plattformen taggen. Als Hauptprogramm sozusagen haben wir uns ein Paper rausgesucht, das da heißt: Attending Lectures in Person, Hybrid Online. How do students choose and what about the outcome? Wir haben dankenswerterweise aufgrund einer CC by 4 Lizenz die Möglichkeit, Kottemeier et al. Zu zitieren und auch das Paper zu zeigen. Muss man ja tatsächlich immer mal wieder, ich glaube nicht, dass irgendein Researcher damit ein Problem hätte. Aber es ist immer gut, wenn man direkt auf Literatur zurückgreifen kann. Und ich habe es tatsächlich auch, also man kann sich das hier auch auf ResearchGate runterladen. Du hast dir ein paar Annotationen gemacht, ich habe mir ein paar Annotationen gemacht. Ich würde sagen, wir fassen erstmal grob zusammen. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht, grob mal das Paper zusammenzufassen, damit wir dann vielleicht direkt in die Ergebnisse gehen können. Und weil es sind 24 Seiten, sonst müssen wir ständig hoch und runter. Es ist auch relativ dicht Auf geschrieben, jeden Fall, genau. auf jeden Fall. Das können wir gerne machen. Ja. Also vielleicht noch irgendwie ein, zwei Worte zu dieser Lizenz. Also ich glaube tatsächlich, soweit ich immer irgendwie das universitäre akademische Urheberrecht verstanden habe, selbst wenn das Paper jetzt nicht unter einer CC BY, sondern irgendwie unter einer restriktiveren Lizenz veröffentlicht wäre, könnten wir es, glaube ich, trotzdem relativ gefahrlos auszugsweise zeigen. Und es, also insbesondere dann, wenn wir es nicht nur als Show, als irgendwie Ja, Schmuckelement ja, benutzen, sondern wenn man sich ausführlich und intensiv damit ja. auseinandersetzt und das diskutiert. Umso schöner ist es aber natürlich, wenn man sagen kann,
Ja, hier irgendwie CC BY, wir können es auch verlinken. Jeder kann sich das auch sehr gern nochmal selber durchlesen und Ja, die anschauen. Frage ist nur, wie du dran gekommen bist. Ja, da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern. Nee, Also ich ich meine, glaube, also ja, allgemein, wenn genau, dein ja. Paper nicht frei ist und du nicht einfach sagen kannst, Google Scholar Research Gate, wie auch immer, Ja. sondern so wie, also, also ich persönlich bin da sehr vorsichtig, aber das kommt vielleicht auch mit Seniorität in der Wissenschaft, dass man sagt, so, ja, habe ich kein Problem. Genau, weil ich find's einfach umso besser, wenn man das unterstreicht, weil es ist auch irgendwie nicht nur, also ja, genau, es ist schade, dass es nicht ganz so normal ist, aber ich glaube, da tut sich einiges. Auf das Paper direkt bezogen, ich hatte mir mal angewöhnt, in Forschungsseminaren oder andersrum, wir wurden irgendwann mal positiv genötigt und gezwungen, so Kurzzusammenfassungen zu schreiben. Das Paper hat jetzt den Kontext, dass während Corona sich Studierende aussuchen konnten, wie sie an Vorlesungen teilnehmen. Und es gab primär vor Ort und online. Das Genau, Paper oder sagt jetzt, zumindest nach der Corona-Zeit, ne? Also ich genau. glaube, Sie sagen ja auch, also ne, während der harten Lockdown-Zeit, klar, da musste alles eben online Ja. stattfinden und danach gab es eben so ein bunt, ne, das, was wir ja auch in den letzten Jahren sehr Ja. ausführlich diskutiert haben, ein buntes Ja. Sammelsurium von allen möglichen Formaten. Genau. Interessant ist bei denen, das steht jetzt hier auf den Punkten nicht, dass alle Prüfungen komplett durch die Pandemie an der ETH Zürich on-site stattgefunden haben. Das wird auch an zwei Stellen im Paper nochmal unterstrichen. Und dann wurde jeweils nach der Prüfungsperiode gefragt, okay, wie war das denn jetzt? Es gibt verschiedene Kategorien. 17.000 Umfragebögen kamen dann zurück. Letztlich schauen wir uns später das Ergebnis von, ich glaube, knapp 12.000 ausgefüllten Bögen an, wo es eine Online-Aufzeichnung gab. Das Papier war relativ extensiv geschrieben. Und in fünf Kategorien steht auch direkt im Abstract, sind 27 Merkmale zusammengekommen. Ich blende auch gleich das ist eine relativ lange Variablenliste ein, damit wir nicht ständig hoch und runter müssen. Und letztlich, die Forschungsfragen waren für meinen Geschmack nicht allzu formalisiert angegeben. Also sie waren sozusagen in Text angegeben. Aber ich habe das so verstanden, inwiefern hat die Wahl des Vorlesungsformats die Lernleistung, Präferenz und die Wahrnehmung beeinflusst. Teilweise haben sie Präferenz und Wahrnehmung noch mal aufgespalten. Und Lernleistung war definiert durch Exam Grade. Und das Interessante ist, dass die 17.000 pro Prüfung, also pro Abschlussprüfung, einen Umfragebogen ausgefüllt haben. Es gibt quasi so eine 1-zu-N-Beziehung. Ein Lernender hat potenziell mehrere, man macht ja mehrere Prüfungen, hat sozusagen oder konnte mehrfach an der Umfrage teilnehmen. Sie war aber freiwillig. Erhöhungsmethode qualitativ habe ich jetzt geschrieben. Ich weiß nicht, mit so viel Daten kannst du natürlich auch irgendwann sagen, es ist quantitativ. Auf der anderen Seite sind die Skalen oft 1 bis 5. Das ist für mich jetzt immer noch qualitativ als Likert, aber das ist jetzt gar nicht so entscheidend. Durch die große Anzahl der Samples, würde ich sagen, kann man dann eben auch von quantitativ sprechen. Analysemethode fand ich ganz interessant. Erst machen sie explorativ, was ist das denn überhaupt? So ein paar Boxplots und inwiefern ist der deskriptive Vergleich zu sehen? Dann gibt es noch eine ANOVA von den Dingen, die hervorstechen. Und dann wird es relativ, was heißt wild, aber nochmal ein dickeres Brett. Das wäre fast ein eigenes Paper, so, aber das macht es natürlich auch ein bisschen länger. Danach wurden Themes gecodet, sowohl aus den Freitextantworten, allerdings auch aus den 27 Merkmalen aus der Umfrage. Cosinus-Ähnlichkeit drüber gezogen und das als Inputwert für einen Graphen. So, das heißt, wie ähnlich waren die 27 Merkmale? Und dann wird das teilweise noch gefiltert, dass man sich zum Beispiel nur die Studierenden anguckt, die nie Videos geguckt haben, um dann zu schauen, wie ähnlich diese 27 Merkmale sind. So. Genau, und für mich jetzt auch nochmal, weil ich auch in diesen Abkürzungen da nicht so drin stecke. Also ANOVA habe ich gerade nochmal jetzt auch für mich gegoogelt, Ja. heißt Analysis of Variance, eine Genau. Varianzanalyse, die überprüft, ob statistisch signifikante Unterschiede zwischen mehr als zwei Gruppen vorliegen und dafür werden Mittelwerte der Gruppen miteinander Genau. verglichen. Ist ein ziemlich Standard. Also es ist für, also wenn man mit Menschen arbeitet oder Probanden in irgendeiner Form hat,
ist das eigentlich ein ziemlich typisches Mittel. Also das hat mich jetzt nicht so überrascht wie die Cosinus-Ähnlichkeit. Aber es Also liegt mich irgendwie hat es nah. jetzt auch nicht überrascht, Ja. aber ich konnte mit der Abkürzung bisher nichts Ja, anfangen, ja. weil die sonst so in meinem Forschungskontext jetzt nicht so übermäßig auftaucht. Ja. Genau, Hauptergebnis, Ja. also ich meine, das Paper hat mehrere Hauptergebnisse, aber wenn man sozusagen so Science Slam Punchline-mäßig hat, würde ich sagen, dass Lernleistung sich nur minimal unterscheidet. Das wird auch ganz klar unterstrichen. Präferenzen und Hindernisse, also die Constraints beim Lernen, sind aber klar unterschiedlich. Und wenn überhaupt, kann man da sagen, dass Leute, die hin und her gewechselt sind, also von rein online zu rein Live-Campus haben die das genannt, dann gibt es einen ganz kleinen Unterschied von 0,1 aus 5. Also 5 ist also das sind der Bewertungsmaßstab. Das ist super signifikant. Auf der anderen Seite 0,1, die Zahl wird uns später auch nochmal bei demografischen Unterschieden begegnen. Kann man sich jetzt, ich weiß, 0,5 von einer Note, also 5 ist wahrscheinlich dann das Beste, müssen wir nochmal gucken. Genau. Also Aber 5 ist es so, also so wie ich die Noten bei Ihnen verstanden habe, ja, ist ja, aber der umso Impact von höher, umso besser. 0,1 ist so. Dann sagen Sie, die Mutation, es ist irgendwie ist eine sehr technische Uni, das Prüfungsformat ist irgendwie High Stake ganz am Ende. Es ist irgendwie der europäische Rahmen und studieren ist kostenlos, das heißt mehrere Credits nehmen und dann aber nicht zur Prüfung gehen, ist nicht wirklich riskant, weil du nichts dafür zahlst. Fand ich jetzt eigentlich sehr, sehr typisches Format für uns auch, aber das können wir auch gleich noch besprechen. Aber das skizziert so ein bisschen einfach das ganze Paper. Und jetzt würde ich sagen, springen wir einfach mal rein. Ich habe deine Notizen auch offen. Wie gesagt, ich würde relativ schnell zum. Genau, also Ja. da oben kann man jetzt ja gerade noch die AutorInnen Ja. lesen. Und da sieht man in den Affiliationen hauptsächlich ETH Zürich und das ist so ein Teaching Learning Department, ne? Oder ich kann Ja. das jetzt nicht so richtig in der, warte mal, ich muss das bei mir mal aufmachen. Educational Development Asian and Technology. Development and Technology, das finde ich ganz Ja. wunderbar. I'm a Ja. Professional Educational Development and Technology Professional an der Otto. Ja, wunderbar. Und das letzte finde ich auch ganz spannend, Rektorat. Also Ja. wahrscheinlich sowas wie Prorektorat für Studium und Lehre. Ist, Ja. glaube ich, nicht sehr üblich, dass Ja. Personen, die dort angestellt sind, dann nebenbei auch noch publizieren. Das fand ich ganz spannend. Ja gut, wenn du eine So, und Studie dann. über 17.000, also wenn du eine Studie über die komplette Prüfungslandschaft deiner Uni machst, ich glaube, da wollen ein paar Leute wissen, was du machst, sagen wir es mal so. Oder zumindest Ja, das kann gut zündet sein. Interesse. Ne? Also Ja. wahrscheinlich war das so eine Prämisse, um eben von vielen, also über alle Kurse da über Daten zu Ja. bekommen und das zu machen, musst du irgendjemanden im Rektorat Ja. mit im Boot haben, der eben Ja. diese Studie mit Gutheißen unterstützt. So, und dann machte es, als ich den Namen Gerd Kortemeier gelesen habe, irgendwie Klick bei mir. Im Sinne von, ja, den Namen hast du schon mal gehört, hast du schon mal gehört? Dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und in meinen E-Mails und so gesucht. Also ich hatte nicht persönlich E-Mail-Kontakt mit ihm, Ja. aber er hat mal, und das kannte ich, ein Serious Game mitentwickelt oder also programmiert wahrscheinlich nicht selber, aber eben Ja. mitkonzipiert. Das nennt zu den Grundlagen der Elektrotechnik, ne, das, was ja ich sonst so mache. Ach Quatsch. Das habe Okay. ich auch irgendwo mit verlinkt. Das nennt sich Kirchhoffs Revenge, Kirchhoffs Rache. Und Kirchhoff ist ja jemand, nach dem die Kirchhoffschen Sätze benannt sind, der Knotensatz und der Maschensatz, also Ja. so die zwei fundamentalen Gleichungen, die man braucht, um Netzwerke zu berechnen und letztendlich um diese Netzwerkberechnung und so geht es auch in diesem Spiel. Ich habe das auch mal irgendwann in so einem wie so Let's Play-Format mal in meinem Get-to-Know-Stream Ja. gespielt, durchgespielt und ausprobiert. Und da kommt, genau, also das ist das Verrückt. Spiel. Benannt nach Gustav Kirchhoff. Gerd Kortemeier hat all Entwickler, tatsächlich. Michigan State University. Michigan State Ganz schön cool. University. Ja, und das ist wirklich, kann man sich bei Steam runterladen. Das ist so ein bisschen, es gibt ja noch ein zweites Spiel, was so sehr passend dazu ist, Wired the Wired, Game. ja. Und ja, also das spielt man hier ein Faszinierend. bisschen schneller durch. Das spielst du so an einem Abend locker durch. Bei dem anderen Ja. brauchst du eher so zwei Abende. Und ja, ziemlich cool. Und da, also, Mega. das vielleicht als Hintergrund zu dem Namen Gerd Kortemeier. Er Okay. macht auch in Spiele. Okay. Stark. Alles klar, das ist tatsächlich ein guter, das ist ein sehr guter Kontext.
Okay, also Leute, die Bescheid wissen, Leute, die im Game sind sozusagen, pun intended. Und ja, auch der Zeitraum, die Anzahl, und ich glaube, es ist ein Paper oder auch einfach vom Thema her, was wir länger, danach haben wir länger gesucht und also es ist ein sehr notwendige Aufarbeitung. So würde ich es mal sagen. Definitiv. Und ich meine, wir haben ja schon häufiger mal, so Paper haben wir eigentlich selten besprochen. Eher Und wenn Thesen, dann ja. welche, wo wir vielleicht nicht komplett einer Meinung waren oder wo wir die besonders konstruktiv diskutiert haben oder wo wir uns eben so Thesen rausgepickt haben aus irgendwie so Thesenpapieren Ja. und die diskutiert haben. Und hier ist es jetzt so ein Paper, also das. Wenn ich das lese, mir geht das Herz auf, ja. Ja, Also schon. es gibt relativ viele Zitate so in dem, die ich mir auch angestrichen habe. Und es gibt super wenige Stellen, wo ich irgendwie nicht mit übereinstimmen würde oder wo ich grundlegend anderer Okay, Meinung spannend, spannend, bin. spannend. Dann gehen wir mal durch. Ich Auf hoffe, jeden ich Fall. gucke noch mal gerade im Stream, ob man es lesen kann. Ansonsten mache ich es auch gerne noch mal größer. Gibt nichts Schlimmeres, als, weil das kann ich in der Post nicht. Aber ich würde sagen, Yes. das kann man lesen. Okay, alles, was wir im Abstract steht, haben wir effektiv schon zusammengefasst. Die Introduction ist Finding the Leeway, Relevanz, warum ist das wichtig? Genau, und ich meine, in der Introduction sagt er nochmal, ne, die Pandemie war irgendwie alles so ein, also was ja auch schon früher oft gesagt wurde, ist jetzt so ein Ja. Experiment, wir wurden alle ins kalte Wasser geschubst und jetzt müssen wir ganz alle unbedingt irgendwie riesen Online-Lehre machen. Und er sagt eben, naja, es ist aber so ein Experiment, was eben jetzt in dem Moment keiner gewollt hat. Ne? Wir haben uns jetzt nicht Quasi ausgesucht, in Experiment, so eine ja. Pandemie reinzurutschen und das eigentliche Experiment startet jetzt eben danach, wo man sagen kann, wir können uns das jetzt wieder aussuchen. Machen wir das on-site, machen wir das hybrid, Ja. machen wir das online, machen wir das synchron, machen wir das asynchron. Und eigentlich das muss man jetzt mal groß untersuchen, wie da der Punkt ist. Ja. Die ersten Sachen, also weil du gerade gesagt hast, gingen dir runter wie Öl. Ja, Vorzüge der universitären Communitas, Dinge, die dort besonders gut laufen, Dinge, die notwendig sind, aber auch gleichzeitig mit ins Boot geworfen. Okay, es gibt auch, also die andere Seite, dass wenn man das nicht hat, also Loneliness, Depression, Anxiety, auch mit sehr aktuellen Quellen. Also es ist also es ist ein sehr gutes Beispiel für eine Intro, wo man sagt, so ja, das ist Setting the Scene sozusagen. Dann kommen direkt auch schon die Forschungsfragen mehr oder minder. Das ist für meinen Geschmack, also geht jetzt nicht darum, das Paper zu kritisieren, aber da hätte ich tatsächlich, also vielleicht bin ich auch zu sehr verwöhnt, dass so Forschungsfrage 1, Punkt. Da muss man irgendwie schon sehr genau lesen, in Anführungszeichen, vor allem, weil man da noch nicht genau weiß, wie operationalisiert das Ganze dann ist. Aber man lernt, okay, wie geht's, also how students' choices regarding tennis may have influenced performance in the subsequent exam session. Das wäre für mich Forschungsfrage 1. Und how the students' perception of these physical exam settings may be connected to their potentially completely virtual attendance during the learning phase. Dann als die Frage 2 letztlich. Genau. Hier, Also ja. hat das, wie die Lehrveranstaltung stattfindet, Präsenz, Hybrid, Online, Synchron, Asynchron, Blended, wie auch immer, hat das einen Einfluss auf die Noten? Und wie geht es zusammen? Ich habe eine Lehrveranstaltung, die möglicherweise komplett virtuell online ist und am Ende muss ich aber trotzdem eben an die Uni kommen, Ja. um mit mir als Person dort vor Ort eine Prüfung zu machen. Ne? Genau, weil das ist noch wichtig. Also während der ganzen Pandemie waren die Abschlussprüfungen in person, on-site an der Uni. Und das ist sehr speziell, würde ich sagen. Es kommen ja später noch so ein paar speziellere Punkte über die ETH an sich, die ich gar nicht so speziell finde aus deutscher Perspektive. Aber dass Ja. man tatsächlich komplett durch die ganze Pandemie, das hat mich überrascht. Weil, ja. Ja. Gut, Setting, wie gesagt, dann kommt so ein bisschen, ja, was ist in der ETH am Kontext sozusagen interessant? Ist jetzt, wie gesagt, aus deutscher oder vielleicht sogar aus EU oder aus EU-Festland-Perspektive gar nicht so unterschiedlich. Nee, also ich würde sagen, auch so aus deutscher Ingenieur wissenschaftlicher, technischer Unisicht ist das nicht unüblich. Ja. Ja, also was ich auch spannend fand, ist das, was du dir angekreuzt hattest jetzt mit das only is small bei dem Setting, ne? Also dass Ja. nur ein kleiner Anteil der Lehrperson versucht, sowas wie Active Learning, Quizzes, Audience Ja. Response, Peer Instruction irgendwie umzusetzen und viele Lehrveranstaltungen eben
eher traditionell ablaufen. Also jemand hält einen Lehrvortrag für 90 Minuten Ja. monologisiert und alle anderen sitzen irgendwie da, hören sich das an, schreiben mit, was auch immer. Ja. Ja, und die anderen Sachen, würde ich sagen, ist jetzt in Magdeburg im Prinzip auch nicht anders. Ja. Also, dass es teilweise sehr lange Kurse gibt über ein, zwei Semester mit eben einer High-Stakes-Exam, Ja. mit einer ziemlich kniffligen Abschlussprüfung am Ende und dass es eben pro Modul nur eine Prüfung gibt, dass es gar nicht so wahnsinnig viele semesterbegleitende Leistungen gibt, höchstens irgendwie vielleicht ein paar Bonuspunkte hier und da, irgendwie Ja. so ein Zulassungstest. Ja. Auch Project Laboratories, wie gesagt, Credits are free of charge, okay. Und dass man das am Ende sozusagen, dass man auch also dass der erste Wiederholversuch oft gar nicht mit einem Retake der ganzen Klasse verbunden ist, das ist irgendwie auch ziemlich typisch. Und dass man den Kurs besuchen kann, aber nicht zur Prüfung erscheinen muss, weil man sich extra zur Prüfung anmelden muss, ist auch irgendwie normal. Das ist, glaube ich, im Genau, und dass man auch übereuropäischen sich zur Ausland. Prüfung anmelden kann, ohne jemals Ja, einmal im Kurs physikalisch angewiesen. Also ne, die Anwesenheitspflicht scheint es eben auch da nicht zu geben, wie, genau wie bei uns, ja. Im nächsten Absatz geht es so ein bisschen um die physische Lokalität. Ich habe mir mit Blau immer so ein paar offene Fragen oder Anmerkungen gemacht. Und hier war, mir ist unklar, wie viele Lernenden jetzt sowieso schon am Campus leben, weil diese Zielvariable, weil sie ja doch sehr, also im Laufe des Textes reitet das Autorenteam ja schon sehr auf Campus, ist glaube ich die Variable, und der Vergleich zu Recorded Online oder Live Online. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, also zum Beispiel diverse Campi, auch in Potsdam, sind sehr, das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht direkt in der Stadtmitte. Das ist irgendwie ein Nukleus oder so es ist zu groß für einen Satellitencampus. Aber wenn du da wohnst, gehst du natürlich eher zur Uni. Und ich glaube, das wird in Magdeburg oder in anderen Studentenstädten schon auch ähnlich sein. Später wird so ein bisschen angeteasert, dass Leute auch wieder zurückgezogen sind. Aber das war so eine Nummer, wo ich gesagt habe, ah, das wäre irgendwie spannend gewesen, zu wissen, wie viele Leute eigentlich schon eh am Campus gewohnt haben. Vor allem auf die Studierendenschaft bezogen, die das Vor-Corona-Studium kannte, vom Format her, dann reingerutscht ist, weil sie keine Wahl hatten, im Vergleich zu den Menschen oder zu den Studierenden, die das von Anfang an kannten, weil schon das erste Semester so stattgefunden hat. So, also, aber das Ja, ist nur also ich ein glaube, Zusatz. der entscheidende Punkt, den Sie versuchen hier hinauszustellen, ist, dass das ist vielleicht dann wirklich speziell an der ETH jetzt im Vergleich zu meinetwegen in Magdeburg. Es ist eben eine sehr teure Stadt. Es ist sehr teuer, dort zu wohnen, vor allem in Campusnähe. Es gibt auch offensichtlich, so wie ich das jetzt rauslese, eben nicht diesen einen Hauptcampus, sondern es gibt zwei Hauptcampi und es gibt eben viele Satellitenstandorte, die irgendwie über die Stadt verteilt sind. Also potenziell ist es vielleicht gar nicht so einfach, eben an allen Sachen in Präsenz teilzunehmen, weil du eben dann ziemlich viel mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer unterwegs bist und vielleicht auch eben eine eher längere Anreise und Abreise jeden Tag hättest, wenn du nicht in diesem sehr teuren Stadtzentrum wohnst, sondern vielleicht irgendwie in einer günstigeren Wohnung irgendwo am Stadtrand oder im außerhalb des Speckgürtels oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist jetzt, also das wird vielleicht noch eben auf München, Köln, Berlin, Hamburg zutreffen, aber in allen anderen deutschen Städten ist es vielleicht so, dass man sich schon noch in Uni-Campus-Nähe dann recht gut eine Studentenbleibe suchen kann und das alles ziemlich kompakt ist wahrscheinlich. Ja, wobei ich schon also eine Statistik vor ein paar Monaten ist mir im Kopf geblieben, dass das BAföG nur noch in einer Stadt reicht, um dort zu leben. Und ich glaube, das war sogar Magdeburg. Es kann gut möglich sein. Also ich glaube, in Magdeburg sind wir sehr, sehr, sehr verwöhnt, was das angeht, weil wir doch vergleichsweise günstige Mieten haben und eben relativ viele freie Wohnungen, die aber trotzdem in einem guten Also Zustand das sind und so geht weder weiter. in Und ich Düsseldorf noch glaube, in das, Würzburg. genau, Also ja, also ja. das ist wahrscheinlich in ETH oder eben Zürich ist da Ja, ganz am anderen Ende der Fahnenstange. klar. Okay, dann sagen Sie, irgendwie mussten wir wechseln. Auch ja, no big surprise. Und was ich dann, da gab es so ein bisschen Foreshadowing der Ergebnisse, fand ich interessant, dass es eigentlich keinen Unterschied gab, also der Kohortenvergleich sozusagen, was den Start währenddessen und am Ende, wenn ja, weil es ja auch die Studie ist, glaube ich, aus Spring 2022,
Ja, und das fand ich schon so ein erstes, auch hier sagen sie dann nochmal, und alles, selbst auf der Höhe der Pandemie, alles war on-site, was die Prüfung anbetraf. So, das Ganze hat irgendwie Research Approval gehabt, das ist gut zu wissen, es war voluntary und wie gesagt, diese 1-zu-N-Beziehung hatte ich ja schon aufgelistet. Beim Selection Bias sagen sie ja, nee, eher nicht, weil wir haben genug Daten und wir sehen in den Daten keinen Hinweis, dass es einen Selection Bias gab. Auch ganz, ganz coole Limitation aufgegriffen. Dann gehen sie eigentlich direkt auf die 27 Attribute. Erklären auch so ein bisschen, okay, je nachdem, wie sehr und wie extrem du angegeben hast, dass du eine gewisse Aktivität oder Verhalten gezeigt hast, gab es noch Conditional Questions, kommen wir vielleicht später noch drauf zu. Und das Free Response Field, ist typisch bei so Umfragen, dass man am Ende nochmal oder je nachdem, welche Fragen gezeigt wurden, nochmal ein Freitextfeld macht. Genau, das sind die Labels. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, direkt die Labels auch hier drin zu haben, damit man im Stream jetzt einfach, sonst müssen wir ständig hoch und runter. Und es gibt ja irgendwie Ja, durchaus sehr, sehr, sehr gut. genau. Was mir aufgefallen ist, und das hätte ich auch wie editoriell, also diese Tabelle, die geht noch mit genau einer, nee, obwohl das ist die nächste, ne? Ja, Also die irgendeine nächste mit Tabelle, Work dann, ja. die geht noch eine Zeile auf der nächsten Seite weiter, wo ich mir gedacht habe, okay, da hätte ich vielleicht eine ganz minimal kleinere Schriftgröße, Zeilenabstand, was auch immer genommen, um diese Tabelle auf Ja. eine Seite zu bekommen. Genau, Egal. dann geht es eigentlich schon um die Kurzattribute. Was habe ich hier geschrieben? Genau. Dann sagen sie ja, es gibt nicht so richtig, wie du es ja auch schon aufgegriffen hast, es ist nicht so ganz klar, also über Inhalte wird ja eh nicht gesprochen. Also es ist okay, irgendwie scheint es also eine technischere Uni oder eine technische Uni zu sein. Ja, also ETH Zürich ist auf jeden Fall was, was man als Elektroingenieur kennt. Genau, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob du Mathe 1 oder, weiß nicht, Recht für Ingenieure haben sie wahrscheinlich schon auch, oder Maschinenbau. Ja. Also man erfährt jetzt nicht zu viel über den eigentlichen Content dieser Kurse und auch nicht über das Instructional Design sozusagen, was dahinter steht. Was ich dann ein bisschen, also eine ganz kleine Schwäche finde, dass sie sagen, okay, Klicker, also irgendwie Abstimmung oder ABCD, dass das ein Proxy für Interaktion sei. Also erstens gibt es ganz viele andere Arten von Interaktion. Und selbst wenn das Interaktion ist, würde ich sagen, ist das die niedrigschwelligste Art, die man überhaupt einführen kann. Weil später sagen sie in der Information, ja, wir haben irgendwie dieses Seminar-Discussion-Setting wie aus den Humanwissenschaften nicht. Aber jede Fallstudie und ihr besprecht und präsentiert eure Gedankengänge online, wie auch immer, das ist ja auch alles interaktiv. Also ich kann mir nicht Ja. vorstellen, dass die nur reine Face, ihr hört alle zu und nach 90 Minuten geht ihr wieder gemacht haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das so, wie das in der Einleitung anklang, schon wirklich eher so ein sehr traditionelleres Format ist, was da passiert. Was ich tatsächlich, also ich würde jetzt die ETH, ohne mich da jetzt allzu weit aus dem Fenster zu gehen, so ein bisschen mit der RWTH Aachen in Deutschland vergleichen, ne? Eben auch irgendwie so Exzellenzuni und so die, wo man hinguckt, vielleicht auch so wie TU München, wenn es jetzt eben so um den Ingenieurbereich geht. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so in den großen Grundlagenkursen, ne, da kommt so der Star-Professor und der erzählt dann eben 90 Minuten was. Und Okay. also klar, Klicker, wie du schon sagst, ist so eigentlich das Unterste der Ebene. Manche würden auch sagen, ne, das ist jetzt hier so wirklich arg behavioristisch und irgendwie so Skinner-Apps und jetzt klickt da und so Ja. ein bisschen fast schon. Dark Pattern will ich nicht sagen, ne? Aber das ist so, ja, jetzt klickt eben irgendwas und dann seid ihr aktiv. Und es gibt mit Sicherheit noch viel, viel, viel bessere. Also ich habe diese Woche wieder mit unseren Studierenden zur Wiederholung ein Barcamp organisiert Cool. in der Lehrveranstaltung. Ja? Also was vielleicht eben jetzt vom Grad der Interaktivität und von der Qualität des Austausches viel, viel, viel höher anzusetzen ist als wir spielen eine Runde Kahoot oder wir haben jetzt irgendwie ein paar Klickerfragen. Und das ist auch so klar. Also Erik Mansur kennt man, ne? Peer Instruction, der da zitiert wird jetzt an der Stelle. Peter Riegler kenne ich auch. Den habe ich auch dieses Jahr getroffen bei einer Konferenz in Nürnberg. Also Mega. ja, aber da stimme ich absolut mit dir überein, dass ich.
Das ist so auch die kleine Stelle, wo ich sagen würde, ja, okay, also das ist eben aber einfach, ne? Also zu sagen, Klicker ist interaktiv. Aber sie, was man ihnen zugutehalten muss, sie haben es mit reingenommen. Man hätte es ja auch einfach Ja. unter den Tisch fallen lassen, so, ja, passt schon. Aber so, dann kommen Und die. sie haben ja auch scheinbar auch eine eigene App. Also der Name sagt mir jetzt nichts, ne? Aber diese Edu-App, die da zitiert wird, muss man auf die nächste Seite. ETH Zürich has Ah its ja. own. Has its own Edu-App. Ja. Das ist ja dann auch schon ganz cool. Und wa Ja. wahrscheinlich werden sie das auch deshalb gemacht haben, Ich weil, glaube, ja. wenn dann, also ne, bei uns würde das jetzt eben nicht gehen, weil der eine nutzt Kahoot, der andere nutzt Participy, der nächste nutzt Pingo, der nächste nutzt Menti, der nächste Ja. nutzt irgendwie Umfragen in Zoom, ich nehme Strawpoll, was auch immer. Da wirst du ja nicht Herr drüber. Und ich meine, so könnte man eben wahrscheinlich sagen: Ey, pass auf, die ganze ETH hat eben diese eine App für Klickerfragen. Und dann können wir da sehr einfach gucken, wie viele Kurse und welche Kurse eben diese Clicker-App benutzen. Okay, pass auf, Und dann ich hab's, während du dann gucken wir uns du das hast es an. Na klar, gegoogelt. wenn ich eine Sache kann, Ja, dann ist siehst das du? googeln. In Retrospect. So, ge oder geduckt. So, heißt das eigentlich DuckDuckWent oder egal. App für Studierende. Sie können mit der App Ihren persönlichen Stundenplan. Okay, das ist so ein bisschen Admin, gut. Sich mit Hilfe von Flashcards auf Prüfung vorbereiten, werden davon Klicker fragen. Gut, das wird dieses Klicker-Ding sein. Genau. Flashcards, okay, cool, ja. Und gut, Notrufnummer. Okay, es scheint irgendwie so ein. Das ist so wie bei uns die Uni Now App, würde ich Ah ja, sagen. okay, Ja, wahrscheinlich, ja, also wahrscheinlich, okay, vielleicht habt verstehe. ihr auch so eine Campus-App. Ja, gut, wahrscheinlich brauche ich dafür Studien. Aber Wahrscheinlich brauchst du ja, am aber wie Ende geht das? Ist Credentials, aber Studienzeit. klar, so ein Okay. Preview. Ja, Ja, so sieht okay. die bei uns auch aus. Kriegen Aber die haben wir. bei uns keine Klickerfragen drin. Ja, Also na, ich wüsste ich würde nicht, jetzt gerne mal so dass. eine Klickerfrage sehen. Dann war da nicht eben eine Klickerfrage in dem Vorschau, in diesem Vorschaufensterchen. Das ist. Da, Clicker closed. So, Clicker und ich meine, closed. das ist eine Klickerfrage Ah und dann musst ja. du dich für eine der. Das ist aber, also, ja. Okay. Ich sehe jetzt in der Zoom-Voransicht, kann ich nicht alle Indizes und so sehen, aber which formula represents, was ist? Adiabatic Equation. Eine adiabatische Gleichung, naja, da müsste ich jetzt auch mal einen Moment drüber nachdenken. Okay. Also das ist eine High-Stakes-Clicker-Examen, würde ich sagen. High-Stakes-Clicker, Aber können, aber Clicker-Question. High-Stake, aber Klicker können doch per Definition nicht High-Stake sein. Also, Keine Ahnung. Aber ja. also wenn du da jetzt so Matrix-Gleichungen und Integrale Ja. in Clicker-Fragen drin hast, also ich würde Gut, sagen, aber wir haben das unsere ist eine Pflicht komische getan. Klicker-Frage. Ja, Ja, okay. aber ja, ich glaube, wahrscheinlich haben sie deshalb eben gesagt, hier Klicker ist gleich interaktiv, weil Klicker können wir in der Masse sehr gut, ohne alle Lehrenden zu befragen, wie interaktiv sie es machen, nehmen wir das. Also, Sie haben aber die Lernenden gefragt. Based on Implementing Conducted Faculty ach so. Survey. Und dann haben wir 13 Kurse mit 446 Survey Ach so. Respondents gesagt, wir klickern. Ah ja, okay. Aber die war Okay. independent von dem, worum es hier eigentlich geht. Aber wie Okay, gesagt, Sie okay. haben es so noch mit reinbezogen, haben genau, und jetzt nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Und auf der Naja, anderen und Seite ich ist bei meine, wenn der. du als Lehrperson Klicker machst, machst du vielleicht auch eben andere Ja, vor allem, wenn in interaktive der Formate. Edu-App auch Flashcards ist, dann könnte man auch argumentieren, Genau. okay, wenn ich in der Vorlesung klicke und zeige so, hey Leute, das ist was, mit dem ihr arbeiten könnt, vielleicht benutzen dann statistisch Leute auch mehr die Flashcards. Die darf man wahrscheinlich nicht auswählen oder nicht mit reinbeziehen, weil das hochgradig datenschutzrechtlich. Also ich glaube, wir haben Pferd ist tot. Ich Ja. glaube, Interaktivität wurde mit kontrolliert. Analyse haben wir letztlich auch schon gemacht. EDA. Danach das Ganze in Cosinus-Ähnlichkeiten gegeben und mit dem Fruchtermann Rheingold Layout geguckt, dass das irgendwie schön weit weg ist. Die Gravity, die Spareness habe ich auch, also können wir auch verlinken, ist an sich jetzt kein allzu heißes Eisen, nein, falscher Link. Also sowohl die Cosinus-Ähnlichkeit ist im Bereich von Wörtern wohl zwischen. Zwischen 0 und 1, irgendwo steht's. Genau. Und wenn man die Edge-List letztlich dann in einen Graph gibt, kriegt man sowas raus und genauso Bilder sehen wir auch gleich, wo es je nachdem, was man als Kante eingibt, klingt jetzt alles erstmal so total fancy, aber ich habe irgendwie eine Metrik. In dem Fall sind das gleich Korrelationskoeffizienten. Und dann habe ich verschiedene Nodes, die zu einer die noch ein Label bekommen. In dem Fall sind das die verschiedenen Variablen aus der Umfrage. Und das zusammen ergibt eine schöne bunte Grafik. Und je nachdem, wie ich die einfärbe, kann ich irgendwie Dinge rauslesen. So, das ist sozusagen
der Wurf an der Stelle. Sie gehen jetzt erstmal durch die Exploratory-Daten. Das Erste, was einen relativ überrascht, ist diese erste Übersicht Figure 1, die ja letztlich sagt, Leute haben in ihrer Kategorie gar nicht so oft die Online-Varianten genommen. Das hat mich erstmal überrascht, weil das Paper ja letztlich sagt, okay, viele sind eher zum Campus gekommen. Das ist so mein Takeaway aus dem Absatz. Ja, also zumindest so das, was eben Live Campus ist, dieses Gestrichelte, ne, das ist über alles, almost never bis always ist das relativ konstant und bei Only Recording und Live Online ist das eben so sehr linksschieflastig, dass eben viel mehr Leute sagen almost never und relativ wenig sagen always. Ja. Und ja, ist vielleicht auch eben verständlich, ne? Es ist eine Präsenzuni, es ist keine Fernuni, es ist keine Online-Uni. Also, wenn Sie was online machen, dann ist das eben ein Zusatzangebot. Klar. So, ja. Die fand ich ganz interessant, dass man geguckt hat, okay, und wie ist jetzt die Grade über diese verschiedenen Dinge von den niedrigsten über die höchsten und eben natürlich der Durchschnitt, ich glaube, irgendwo wird es noch erklärt. Genau, also die Ja. schwarze Linie in der Mitte, das ist die Durchschnittsnote. Wie gesagt, das Schweizer Ja. Schulsystem oder das Schweizer Notensystem, ich habe mir das ja nochmal aufgemacht, ist eben von einer 1 schlecht, 2 schwach, 3 ungenügend. Die 4 ist genügend. Also im Prinzip, du musst eine 4 haben, um zu bestehen. Also Ach dieses, so. diese rote Linie, das ist das, weiß ich, wahrscheinlich fünfte Perzentil oder sowas, ja. Ja, gut, Sie sagen es nicht, aber nehmen wir mal an, ja. Nehmen wir mal an, irgendwie sowas. Ja. Und also die grüne Linie ist dann eben das beste Perzentil oder eben 5%, 90%, 90%, 95%. Also eine 5 ist gut und eine 6 ist sehr gut. Also Ja, okay. die 4 ist gerade so bestanden und die Aber 5 ist schon echt? gut. Das heißt, Also da ist die. so, ja, also ziemlich lange Notenskala für ziemlich viel, dass man dann eigentlich überall durchgefallen ist. Also es ist im Prinzip in der Hinsicht nicht wie unsere Deutsche einfach nur umgedreht, weil wir hätten ja noch so Ja, eine 3, du ja, bestehst für mit so einer 4. Also ich befriedigend. meine, man sagt nicht umsonst 4 gewinnt. Also Ja, genau. hier ist nicht 4 gewinnt, hier ist ja doch Ja, 4, doch, hier, ist, ja, also ich 4, meine, 4, die ja. 4, also die 4 ist bei uns bestanden und die 4 ist hier im Ah, Schweizer System auch ja. bestanden. Obwohl die Skala eben umgedreht ist, Ja, ne? okay. Eigentlich müsste ja in der Schweizer Skala dann eben die 3 bestanden sein, aber nein, du musst mindestens die Ja. 4 haben, um auch zu bestehen und die 6 ist eben sehr gut. Okay, verrückt. Das Einzige, was mich an dieser Grafik und auch an der Gra also den nächsten drei stört, weil es wurde mir total um die Ohren geworfen während meinen eigenen Forschungsseminaren, das sind ja qualitative Kategorien hier unten. Ich bin entweder bei Almost Never oder ich bin bei Rarely, wie die Leute Ja. angegeben haben. Ich kann es jetzt nicht richtig einzeichnen. Was ist dieser Bereich dazwischen? Ja, also Warum klar, ich sind meine Dinge da, verbunden? ja, Ich will, genau. also ich Und ich glaube, verstehe. das ist, das würde ich auch genauso sehen. Ich glaube, da ist eben der Punkt, damit das irgendwie eine Linie ergibt, der du folgen kannst. Also wenn du Ja. jetzt eben einfach nur Punkte hast, das sage ich unseren Studis manchmal auch, ne? Wenn ihr jetzt irgendwie sowas ihr macht die Messung für einen Widerstand und für zwei Widerstände und für drei und für vier und Ja. für fünf, dann ist es eigentlich Quatsch, da eine lineare Es ist ein Interpolation Barchart. zwischenzumachen, ja, weil es eben, ihr habt ja die Messung nicht und es geht auch nicht, das für eineinhalb Ja. Widerstände oder so zu machen, aber es hilft dem Auge natürlich, diese Ja. Linie zu verfolgen. Aber Und ich meine, die Kernaussage dieses Diagramms ist ja, das ist für links noch rechts schief, das sind einfach gerade Linien, die da sind. Also es ist vollkommen egal, ob du almost never, ja. frequent, was auch immer, online, in Präsenz, wie auch immer teilgenommen hast. Am Ende kommt für alle, über alle die gleiche Note Ja. bei raus im Schnitt. Genau. Also wieder, das ist so kontinuierliche versus diskrete Werte ist einfach ein ganz heißes Eisen, aber man ist irgendwie mittlerweile. Aber alles gut. Man hätte sogar mal ausnahmsweise die Y-Achse abschneiden können. Hätte man ein bisschen mehr Platz gehabt. Aber ich glaube, es gab nicht so die Seitenbegrenzung. Aber erste Aussage. It macht keinen Unterschied. Genau. Und was ich spannend finde, ist noch, also, dass das im Mittelwert, ich meine,
Statistisch, Mittelwerte konvergieren sehr gut, ne? Wissen wohl. Also, dass da eine enge, gerade Linie oder wenig Streuung bei rauskommt zwischen diesen verschiedenen Formaten, live, online, recorded, Präsenz, das ist ja schon okay. Dass das auch noch bei diesen Quantilen, also bei den 5 und 10 oder 90% oder so rauskommt, das ist schon, das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja. Also ich meine, das liegt natürlich auch an diesem, an dieser großen Stichprobe, die sie haben, ja. 17.000 Leute. Aber das ist schon stark. Also dass da oben diese Linie das eben ist auch ja so wirklich eng komplett flach. Also die grüne ist ja die, wenn wir jetzt noch quasi die Steigung, also ich meine, die rote schwankt ja noch am ehesten, wo sie ja auch sagen, wenn überhaupt, aber eigentlich auch nicht. Und grün ist ja komplett flach. Okay, das wird dann auch noch verschriftlicht und dann letztlich sagen sie, das finde ich auch mit dem besten Satz in dieser ganzen Studie, while it is common lore, also quasi die Geschichte hinter einer Story sozusagen oder das allgemeine Narrativ, that high-performing students will likely succeed independent of educational scenario, also ja, einem guten Studenten kannst du alles geben, es ist eigentlich egal, at least when it comes to attendance modes, this independence is also evident for lower-performing students. Und das ist, glaube ich, eine Aussage, die wenigsten Educational Paper machen können. Was habe ich hingeschrieben? Genau, Live-Vorlesungen in Präsenz nicht dominant gegenüber anderen Formaten. Cool. Der einzige Unterschied ist, wenn Leute halt irgendwie hin und her gewechselt haben, dann kann man sagen, in other words, students who have not clearly settled into one attendance mode do significantly worse, but this significant difference is around 0.1 out of 5. Das würde irgendwie so ein Punkt leicht nach unten bewegen und erklärt vielleicht so einen gewissen Knick hier bei 50%, weil Leute irgendwie hin und her gewandert sind. Aber der Impact auf echte Noten ist halt, wie ich eingangs schon gesagt habe, bei 0,1. Ich weiß auch nicht, mich hätte an der Stelle mal die Effect Size, ist das dann die Effect Size? Weil dann ist sie halt wirklich fast zu vernachlässigen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man irgendwie noch die Streuvariable Zeit zur Organisation meines Studiums, vielleicht kommt das noch, hat, dass dann Leute eher mehr Aufwände oder Organisationen oder Tagesabläufe synchronisieren mussten, weil sie ständig hin und her gewechselt haben. Aber selbst dann würde ich davon im Erfolg sprechen. Das ist bessere Kurszufriedenheit ebenfalls kein Indikator. Ich glaube, das können wir irgendwie relativ schnell machen. Was man ja counterintuitive erstmal im Sinne von Bias, okay, der Kurs war irgendwie besser, also bin ich mehr engaged, deswegen habe ich mehr gelernt. Auch so gesehen keine Kausalität, sonst ist das ja bisher, ja. Genau, Kurs prepared, Kurs Satisfaction, mehr oder weniger genau das, was ich gerade gesagt habe. Genau, ich meine, jetzt haben sie noch mal so Unterstichproben sich genau, überlegt und gesagt, ne, also das ist über alle gesehen, okay, vielleicht ist das so ein Effekt, der sich auch einfach so irgendwie so rausmittelt, jetzt picken wir uns mal nur diese Kurse raus mit eben diesem Course Prepared, Course Satisfaction. Genau. Jetzt kannst du ja mal drüben in der Tabelle noch mal genau lesen, was heißt jetzt genau dieses Course Prepared und Course Satisfaction? Also Course Satisfaction, Moment, Course prepared is, the course prepared me for this exam. Eins, do not agree. Five, completely agree. Also, wo man sagen würde, eben, das war jetzt ein guter Kurs, ne? Ja, so. Und I was satisfied with the course, ja. Also, das ist ja, so, wie man, wo man eben sagen würde, ich war insgesamt mit der Lehrveranstaltung zufrieden. Ja. Und auch dann hält das eben, ne? So, und ich meine, jetzt machen Sie das Gleiche, diese gleiche Analyse nochmal nur für diese interaktiven Kurse, da wo eben Klickerfragen oder genau, da wo genau. Klicker als Proxy für Interaktivität drin vorkam. Und selbst dann bleibt das ja einigermaßen konstant. Jetzt gibt es da unten, ne, jetzt wie ich sage, ne, jetzt wird ja die Stichprobe immer kleiner. Natürlich fangen diese Linien jetzt so ein bisschen zu schwanken. Und trotzdem gibt es ja Figure 4 bin ich jetzt so von meiner. Ah ja, ja. Ja, also. Ja gut, aber 446 konvergiert ja immer noch gegen die Normalverteilung. Also da ist ja statistisch alles noch in Ordnung. Ja, genau. Ne? Und ich meine, trotzdem werden diese Kurven jetzt irgendwie nicht schief. Also wenn das heißen würde, also bei
wenn ich mir nur Recordings anschaue, dann habe ich eben eine schlechtere Note. Da müsste ja diese durchgezogene untere Linie zum Beispiel, die müsste jetzt so ein bisschen schief werden, und das wird sie ja nicht. Ja. Und dann steht da drunter, also ne, die Observed Fluctuations, die sind nicht statistisch signifikant. Ja. Also das schwankt jetzt einfach und rauscht so ein bisschen, aber das liegt eben eher daran, dass das nur 446 sind und nicht 17.000 mehr, die da in der Stichprobe drin sind. Ja. Also die 5 ist genau die gleiche Nummer mit Quartilen, die das Interaktive gemacht haben, versus live. Das ist eine der Abbildungen, die ich mir im Vorfeld gar nicht so richtig gut angeschaut habe. Also schauen wir mal unten. Da steht was von live und von recording only. Also links sind die Live-Geschichten, rechts sind die recording only. Okay, und auf der Y-Achse ist halt die Note. Und aus der könnte man jetzt natürlich rauslesen, dass die sich jetzt nur das Recording angeschaut haben und nicht an der Live-Session teilgenommen haben, dass die von der Note her schon so ein bisschen besser sind. Und das bezieht sich jetzt aber, glaube ich, eben auch nur auf die Interactive Engagement Lectures. Und das ist natürlich auch ein bisschen klar. Also ich will nicht sagen, dass das eine self-fulfilling prophecy ist an der Stelle. Aber wenn ich mir eben eine Aufzeichnung anschaue von einer Lecture, in der live interactive Elements stattfanden, naja, dann kann ich ja aus diesen Live-Interaktionen natürlich nicht so wahnsinnig viel rausziehen. Und vermutlich wird mir das eben auch nicht bei der Note helfen. Ja, also wenn man sich eine Aufzeichnung von einem Kahoot-Quiz anschaut, bringt das auch nicht so wahnsinnig viel, wie wenn man eben live an dem Kahoot-Quiz teilnimmt. Von daher, also das wird, glaube ich, auch nochmal in der Auswertung des Papers ein bisschen thematisiert, dass das hier schon ein Effekt ist, wenn man jetzt auch auf dieses Boxplot hier drauf schaut, der dann ja jetzt nicht übermäßig groß ist, ne? Das sind irgendwie so vielleicht eine Viertelnote, die Leute da im Schnitt schlechter abschneiden, aber da könnte man ja fast argumentieren, boah, das ist auch nur eine Viertelnote, die Leute schlechter abschneiden an der Stelle, obwohl sie eben nicht die Quizze mitgemacht haben, sondern sich nur eine Aufzeichnung der Quizze angeschaut haben. Das ist ja auch was ich, also jetzt komplett unabhängig von dem Paper, aber ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, wie jemand Klavier spielt, dann kann ich ja davon auch nicht lernen, wie man Klavier spielt. Und so ist das eben auch, wenn ich anschaue, wie jemand so ein Quiz gequizt hat, ist das eben was anderes, als wenn ich selber das Quiz quizze. Also, dass es da diesen Unterschied gibt, das halte ich für ziemlich logisch. Und bin eher im Prinzip überrascht, dass der Unterschied nicht so wahnsinnig groß ist. Ja, ähnlich ging es mir, was den Unterschied. Es gab ja eine kleine Fraktion, die gesagt haben, ich gucke das gar nicht. Und auch das wird man immer haben. Egal, wie sehr man Dinge auf den Kopf stellt. Und auch da haben sie gesagt, ja, irgendwie plus minus 0,8. Also fast eine ganze Note. Also durchaus so, dass man sagt, ja, das ist irgendwie schon was. Aber durch dieses plus minus haben sie wohl keinen Konfidenzintervall gefunden, wo man sagen konnte, ja, das ist definitiv so. Auf der anderen Seite sind natürlich 738 gegenüber den insgesamten, was hatten wir, 16.000, 17.000, also eine kleine Minderheit, muss man sagen. Und auf der anderen Seite finde ich auch hier, ja, wenn eben Leute nicht wollen, dann scheint es aber auch, dann kann man jetzt auch nicht sagen, ja, die rennen ins Verderben, das ist denen ist nicht mehr zu helfen. Nee, den musst du sozusagen nicht helfen, die scheinen auch so klar zu kommen. Ja, also weil das dann eben Grundlagen, ja, Veranstaltungen sind, wo man sich die Ja. Sachen auch mit einem Buch erarbeiten kann und das dann vielleicht eben auch in einem eigenen Tempo und eigenen Ja. Modus und oder sich eben einfach andere Videos anschaut, weil man sagt, hier, der ETH Zürich Star Professor, der kann das vielleicht doch gar nicht so gut erklären. Ich gucke mir das lieber von irgendjemand anders an. Oder es sind die Studierenden, die das Modul zum Beispiel schon belegt haben und eigentlich aus einer anderen Modulzeitraumreihe oder zu einer anderen Prüfungsreihe kommen.
Ich glaube, später kommt auch noch der Grund, Wartesemester oder Genau, Praxissemester. ja, Also, oder irgendwie die Prüfung wird nur alle 2 Semester ja. angeboten und dann gucke ich mir das eben lieber in der Aufzeichnung kurz Ja. vorher an, als das irgendwie 1 Semester zwischen der Lehrveranstaltung und der Prüfung zu warten. Genau. Klar, also sowas wird da alles mit reinspielen. Dinge sind nicht so linear in der Uni, wie man denkt. So, dann kommen wir zu der Clusteranalyse. Genau. Letztlich, ich finde den ersten Graph gar nicht so spannend. Ich würde ihn aber kurz benutzen, um die Farben, weil die Legende hier ganz gut gegeben ist, also der Untertext. Aber man muss, ich glaube, das ist das ganz, auch so eine layout-technische, gut, man weiß, ja doch, es sind ja Graphen vom Forscherteam. Ich glaube, ich hätte die Farben einfach anders gewählt, weil, kommen wir erstmal auf die Kanten zu sprechen. Die zeigen positive oder negative Korrelation. So, lass mich mal die Genau, Labels und raus. grün heißt positiv und Rot rot ist heißt negativ. negativ. Und das ist auch dann logisch, zum Beispiel oben dieses Live Campus, Live Online. Das hat eben eine sehr starke negative oder Ja. eine einigermaßen starke negative Korrelation. Korrelation, also die Dicke gibt die Stärke an. Und Genau. entweder, klar, ich war entweder live online oder ich war live auf dem Campus. Es wird natürlich auch mal vorkommen, dass ich mich auf dem Campus, meinetwegen aus der Mensa oder aus der Cafeteria, live in eine Online-Session einwähle oder aus irgendwie einem anderen Raum. Aber das sind so zwei Ja. Sachen, die sich gegenseitig ausschließen, ja. Genau, man sieht leider nicht, wie stark jetzt sozusagen welche Korrelationswerte wiedergeben. Also wir reden jetzt auch nicht über Signifikanz, sondern einfach nur über reine Korrelation. Entweder ich habe es überlesen oder es fehlt leider. Ich glaube, diese Farbskala ist intuitiv. Die Knoten hätten nicht dunkelrot, orange und auch nicht gelb sein und auch nicht grün sein dürfen. Die blauen Knoten ergeben Sinn, weil das irgendwie eine eigene Kategorie ist. Das hätte man, glaube ich, einfach trennen sollen, damit eher klar ist, okay, das sind sozusagen Cluster, die gebildet worden Genau, das sind sind. einfach irgendwie Cluster, das habe ich am Anfang. Also diese Farbskala, diese 1, 2, 3, 4, 5 sind einfach Cluster. Genau. Und ich Und habe die die werden dann, darunter irgendwo ja. erklärt. Ich habe die dann aber auch direkt aus dem Abstract stehen ja diese Labels, also diese Kategorien. Ich glaube, das geht nicht ganz kohärent aneinander über, weil vor allem die Recommendations fehlen. Aber das war mein erster Erklärungsversuch und dann bin ich darüber gekommen, ah, okay, die Farben sind anders bei Knoten und Kanten. Genau. Magst du diese Tabelle wieder einblenden an der Seite, Ja, dass man kein nebenbei Problem. praktisch lesen könnte, Ja, was das, ja. was jetzt diese Sachen wieder bedeuten? Genau. Ich würde direkt auf den zweiten Graph gehen. Ich kann auch mal gucken, ob ich das Zotero noch ein bisschen rüberschubse. Kann man das besser sehen? Genau. Weil der erste und zweite Graph, sagen Sie auch später, sind recht ähnlich. Nur, dass der das Figur, das, die, das Bild 7 auch die Rekurse beinhaltet, die Recordings hatten. Und dann kommt auf einmal dieses sechste Cluster dazu. Und typische Dreiecke oder Wechselbeziehungen sind sehr ähnlich bis gleich. Genau. Hattest du dir was Besonderes rausgesucht an Nee, ich habe Korrelationsstreifen? hab mir später dann bei der Zusammenfassung und so bei diesen Okay. Zitaten Ja. Kommentare reingeschrieben. Also Ja. hier ist auch nur wieder, was mir jetzt eben direkt auffällt, auf der linken Seite Live Campus Recording Only, Ja. dass das eine starke negative Korrelation hat. Und ansonsten müsste man jetzt, also könnte man jetzt mal ein bisschen durch diese Cluster durchgehen, keine Ahnung, in den Farben oder in der Reihenfolge und Genau. versuchen, das so ein bisschen zu erklären, was eben wie miteinander zusammenhängt oder nicht. Und ich meine, diese, also die sind. Das ist ja auf der linken Seite die einzige negative Korrelation, die irgendwie groß auftaucht. Und da gibt es eben ein paar größere positive Korrelationen. Und die mir auffällt, und dann würde ich mal an dich praktisch übergeben, ist so in der Mitte oben rechts. Das wird auch später nochmal besprochen: Exam Grade und Estimated Grade. Also. Man hat die Studierenden gefragt, wie würdest du dich denn einschätzen in dem Fach? Was würdest du dir denn, was erwartest du für eine Note? Was würdest du dir vielleicht auch anhand deiner Vorbereitung selbst für eine Note geben? Oder wie würdest du selbst dein Wissen, deine Kompetenzen in diesem und jenem Fach einschätzen? Und was für eine Note hast du am Ende tatsächlich bekommen? Und also da gibt es offensichtlich ja eine ETH sehr Zürich große Studierende wissen, was sie bekommen. Korrelation, ja. Und Ja. ich meine, das würde ich am Ende auch
Ja, also das kann ich auch absolut gut nachvollziehen, dass das so ist. Das ist dieses lerngeflügelte Wort oder Sprichwort, wenn man weiß, was man nicht weiß, hat man besonders gut gelernt. Das war in der Schule schon so. Also ja, wie gesagt, klar, dieses Dreieck, ganz klar, habe ich auch Formate klar abgetrennt. Ich finde die Learning Group, und das war ja, lass mich nochmal nachgucken, I learned in groups, never too frequently. Das ist sehr isoliert. Das hätte ich so nicht erwartet, weil aus anekdotischer Evidenz immer alle sagen, oh, Lerngroup, so wichtig, und es gibt Fachkulturen, die drehen sich da komplett rum. Aber doch sehr isoliert. Was später noch als Erklärung kommt, kommen wir aber gleich drauf, ist dieses I can explain. Also das war, I could explain the concepts to fellow students. I do not agree to completely agree. Das ist irgendwie so eine Brücke zu diesen anderen Clustern. Also sowohl zu unserem Cluster 1 als auch zu unserem Cluster 3, was ja alles so um die, wenn es ums eigentliche Vorbereiten geht und dann um die eigentliche Prüfung, fand ich sehr interessant. Und was auch irgendwie sehr klar ist, dass dieses Learning Minimum Effort, also I only invested minimal effort, dass das eben natürlich klar negativ korreliert zu, ich hätte eigentlich mehr machen können, also Learn Persist. Und Learn Enjoy, ich fand das irgendwie, oder lass mich nochmal nachgucken, I enjoyed learning the topics, dass das negativ korreliert, dass aber dann Enjoy und Persist wieder positiv korreliert. Also da zeigt der Graph eigentlich nur sehr, also Dinge, die man intuitiv für richtig gehalten hätte. Und aufgrund von so einem Ergebnis ist es jetzt zum Beispiel für Folgepaper einfacher, eine Hypothese zu stellen, wenn man sagt, hey, wenn das hochgeht, muss das andere runtergehen. Und deswegen kann ich irgendwie einen rechtzeitigen Test oder so machen. Also finde ich, fand ich, fand ich von der Idee her oder von dem Ergebnis, weil das unterschätzt man, glaube ich, was man jetzt in der Folge daraus ableiten kann, weil Leute so einen Aufwand getrieben haben. Yep. Und das mit den Lerngruppen lässt sich natürlich vielleicht ein bisschen so erklären, dass allein nur deshalb, weil du in einer Gruppe bist und die Gruppe hast du dir ja vielleicht auch gar nicht selber gesucht, sondern vielleicht gibt es ja auch da ein Format, so wie bei uns mit diesen Haiti-Gruppen, ne, dass du oder vielleicht gibt es eben auch interactive Lessons oder irgendwie Lehrformate, wo man sagt, ihr müsst jetzt Gruppenarbeit machen. Und dann es eben einfach Leute gibt, die sich der Gruppenarbeit verweigern oder die eben in den Gruppen passiv sind oder meinetwegen auch passiv-aggressiv. Also ne, nur weil du in einer Gruppe bist, heißt das ja noch lange nicht, dass du jetzt irgendwie super gut lernst, sondern dieses I can explain ist, ja, also wenn du in der Gruppe natürlich dich austauscht und aktiv in der Gruppe versuchst mitzumachen, dann hilft dir das viel mehr, als wenn du eben einfach nur so in der Gruppe bist. Und ich glaube, das kann so ein bisschen das erklären, warum jetzt das Learn Group so ein bisschen abseits allein traurig dasteht, ja. Ja, es ist ja irgendwie nur positiv korreliert zu Live Campus und auch nur irgendwie so ein bisschen anscheinend, was ja irgendwie klar ist, weil ich bin eh da. Vorlesung, Mensa, Lernen, okay. Und negativ zu, ich hätte mehr machen können. Ja klar, anscheinend hattest du dann keine Learning Group. Fand ich einfach nur so ein bisschen. Und was ich Ja. auch ganz, also ein bisschen komisch finde, das hätte ich, glaube ich, auch bei einem Review sozusagen angemerkt, und wir machen ja irgendwie gerade so ein Public Review. Also recorded prepared war ja, the recordings prepared me for the exam, I do not agree to completely agree. Und Learn Group ist beides Cluster 5, und so ein bisschen, die sind nicht verbunden, die stehen relativ isoliert alleine da. Recording prepared ist noch eher auch so ein Brückenbauer. Da hätte ich, das ist kein Cluster 5. Also so aus der Interpretation. Die anderen sind klar verbunden. Da hat irgendwie auch der Fruchtmann-Reingold-Algorithmus gesagt, ja, die gehören irgendwie auch nah zusammen. Und das ist so, weiß ich nicht. Also das hätte ich einfach irgendwie auch als NA betrieben. Dann hätte ich halt noch 5 Cluster gehabt. Aber vielleicht Ja. übersehe ich auch was. Und vielleicht noch Ja. Gender ist sehr wenig korreliert Ja. zu irgendwie überhaupt Da irgendwas kommt anderem. später auch noch für mich Eine Erklärung zu, ja. nicht nur, also nicht nur, also nicht wirklich überraschend, aber ich finde auch, dass man da eher, man kann da kein Stereo, oder man sollte da auch einfach kein Stereotyp ableiten. Und auch das, ja, fand ich auch sehr, sehr interessant. Da kommt aber später noch eine, was die Selbsteinschätzung betrifft, eine interessante Aussage der Autoren. Wir sind letztlich schon über die Cluster gegangen. Das One Joins Exam Expectations Alignment with Course Features. Zwei describes Learning Behaviors. Das mit I can explain, haben wir ja irgendwie auch gesagt. The ability to explain the materials to other. Peer Teaching plays a central role. Dann haben sie
noch in Cluster 3 Konsens estimate actual grade. Und dann kommt genau die Aussage, women apparently tend to underestimate their performance, while men tend to overestimate. Ist jetzt eine Aussage, die ich aus eigenen Datensätzen, zum Beispiel aus meiner Masterarbeit, als auch aus anderer Publikation, das hat mich jetzt nicht überrascht. Also das, ja, und auch im Rahmen. Also den Satz habe ich mir auch angestrichen, genau, aber wirklich überrascht hat er mich auch nicht. Ja. Und auch hier kommt diese 0,1 Exam Points wieder her. Also wenn man überhaupt was gefunden hat, was die unterschiedlichen Variablen betrifft, dann ist das auch irgendwie wieder eine gerade so messbare Notenunterschied. Und den Impact von 0,1 auf die 6er-Skala haben wir ja schon diskutiert. Ja, gut. Spannend vielleicht noch an der Stelle, kleiner Exkurs. Ich hatte letztens einen kleinen, ein Beef, will ich nicht sagen, aber ein Disput. Hast du mir Streit gesucht? Nee. Ich habe darüber abgerantet, dass es in Moodle, in einem Moodle-Kurs so kompliziert ist, irgendwie eine Bewertung am Ende auszurechnen. Ja. Und ich wollte einfach nur aus drei Teilnoten eine Gesamtnote bilden oder sozusagen eine Durchschnittsnote und wurde von dem von mir hochgeschätzten Thomas Kahler darauf hingewiesen, dass Noten, so wie du auch schon gesagt hast, so kategorische Daten sind und man aus denen eigentlich keinen Mittelwert bilden kann. Nee. Ja, und ich dann aber dagegen argumentiert habe, ja, also Noten, es war für mich bisher immer eine Zahl und aus Zahlen kann ich eben ganz wunderbar auch einen Durchschnitt ausrechnen. Und jede Lehrkraft macht das ja auch in der Schule, wenn es irgendwie Noten gibt über ein Schuljahr, Halbjahr, daraus eine Gesamtnote zu bilden. Vielleicht sogar noch mit irgendwie einer Wichtung von Klassenarbeiten und Tests und was auch immer. Da beißt jedes Mal ein Statistiker in den Tisch, wenn du das machst. Ja, genau, ja. Und für jede Durchschnittsnote stirbt irgendwo ein kleines Kätzchen. Ist das auch mit diesen 0,1 Exam Points. Das ist eigentlich im Prinzip schwierig. Ja, schon. Also wenn man schon allein mit diesem in dem Schweizer Schulsystem gibt es eben drei Noten für durchgefallen und drei Noten für du hast bestanden in verschiedenen Abstufungen, dann ist das ganz offensichtlich eben nicht so ganz linear verteilt über alles, was man da so machen würde. Oder zumindest anders verteilt, als das jetzt bei uns wäre. Ja, das ist eine schöne Anekdote. Das ist ein Thema, das muss ich mit dem Thomas nochmal auf jeden Fall diskutieren, wie man da irgendwie was draus machen kann. Da wäre ich sogar dabei. Also wenn man irgendwie alternative... Und da werde ich auf jeden Fall auch auf dieses Paper fallen und sagen, hier, guck, 0,1 Notpunkte. Wie kann man da jetzt das wieder in kategorische... Es ist ein halb sehr gut besser oder schlechter. Also Zur arithmetischen Berechnung von Noten. Ich sehe schon. Gegenthese. Gut. Gegenthese. Response Cluster Analysis. Was haben sie dann gemacht? Genau, jetzt hat man sich überlegt, wie ist das denn von denen, die besser waren, beziehungsweise die öfter Dinge angegeben haben, wie sehr haben die denn eine höhere Wahrscheinlichkeit, gewisse Variablen zu bejahen? So würde ich diesen ganzen Absatz kurz zusammenfassen. Ja, also ich habe diesen Absatz unter dem Motto Too long didn't read übersprungen. Deswegen habe ich ihn gerade zusammengefasst. Sehr gut. Also man hat sich überlegt, Students who went to live lectures more frequently than the average students. Also alles die Leute, die zu live lectures gegangen sind, was ja anscheinend durchaus ein paar Leute waren. Dann hat man sich überlegt, wenn das also als Ja oder als Eins true gesetzt worden ist, dann hat man sich überlegt, wie oft wurden denn andere Labels dann noch angekreuzt? Und dann fasst die Tabelle das zusammen, was statistisch signifikant war als Unterschied zwischen den Leuten, die eher gehen und denen, die nicht gehen. Oder der Durchschnittsstudent. Das Label Can Explain zum Beispiel. Und dann sagen sie auch hier, going to live lecture more frequently than average only makes it 1.1% times more likely to get an above average grade. Und das Gleiche, weil halt die Zahl gleich ist, kann man eben auch auf Can Explain sagen. Also Leute, die deutlich höher zu den Live-Lectures gehen, haben eine 1,1 höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie Can Explain auch für wahr angegeben haben. Also das war zwar nicht eine binäre Skala, aber dass die Zahl eben höher ist. Interessant fand ich, dass unsere alter Bekannte der Learn Group hier auf einmal wieder dabei ist, und zwar mit der höchsten Zahl 1,8. Andere ergeben irgendwie auch Sinn, weil Record Only 0,04. Wir hatten ja ganz oben beides gerade. Natürlich kann das nicht höher sein, wenn es hier eine hohe Korrelation gibt. Aber das erklärt, warum Learn Group und Live Campus eben auch positiv konnotiert ist. Aufgrund dieser Wahrscheinlichkeitsberechnung
aufgrund dieser binären Skala, finde ich das noch beeindruckender als jetzt dieser dünne grüne Strich. Also das hätte man durchaus, ich glaube, da steckt auch noch mehr dahinter, als jetzt der grüne Strich erstmal vermuten lässt. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass in dem oberen, da steckt ja alles drin. Mhm. Also da stecken eben die On-Site und die Online und so Leute drin. Und das, also naja, Online-Lerngruppen ist eben, glaube ich, was sich noch nicht so wahnsinnig durchgesetzt hat. Also ich würde dir behaupten, ne, du kannst eben auch eine Lerngruppe haben, mit der du dich perfekt per Zoom austauscht oder irgendwie anderes über Discord und sowas. Und die kann bestimmt mindestens genauso effektiv sein, wie wenn du dich eben live auf dem Campus triffst, in der Cafeteria oder irgendwie in einem Co-Learning, Coworking-Space oder in einer Bibliothek oder wo auch immer. Aber ich glaube, das ist eben nicht so wahnsinnig verbreitet. Und das, also, das ist ja hier, who went to live lectures more frequently than the average student. Na gut, okay, klar, das sind die Leute, die am Campus sind. Und dann ist das eben, dann sind die auch natürlich potenziell viel stärker in Lerngruppen engagiert, weil diese Online-Lerngruppen eben so wenig etabliert sind. Ja. Absolut, definitiv. Aber ansonsten, also viel mehr würde ich jetzt auf die Tabelle gar nicht eingehen, weil jetzt gleich die Freitextantworten kommen. Das hatte ich mir jetzt auch. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, scrollen wir nochmal, glaube ich, ein bisschen hoch auf der Seite nach der Tabelle, also nach dieser Tabelle, oder achso, so weit warst du noch gar nicht, genau, bei Circumstances and Attendance. Da hatte ich auch was, genau. Genau. Also ich habe das da drunter. Ja, den strong Absatz, negative correlation between rec only and practice time is surprising. Warum fandest du das? Diese Wahl, sich eben eine Aufzeichnung anzuschauen, nicht eben nur das ist, also being more practical time-wise, ja, aber dass da eben, also ne, es ist irgendwie zeiteffizient, sondern dass da halt noch viele andere Sachen mit reinfallen und also dieses No-Life, es gibt einfach keine Live-Veranstaltung, du musst dir eine Aufzeichnung anschauen, dass das natürlich so eine Trivialantwort ist, aber dass da eben so ganz viele Sachen, also die surprisingly offen, na, das ist eigentlich der interessante Teil da unten, also es ist mir im Hörsaal einfach zu ablenkend, also das, was man sonst sagt, nee Leute, ihr müsst in den Hörsaal gehen, weil nur im Hörsaal könnt ihr euch richtig gut konzentrieren und sobald ihr zu Hause sitzt und euch irgendwas anschaut, spielen die Leute nur auf dem Handy rum und dann klingelt der Postbote und dann läuft die Katze. Da ist der Tag auch schon rum. Also, ja, nee, klar, genau, ist halt auch eher so. Und das eben dieses, dass es auch Leute gibt, die es genau andersrum sehen, die sagen, oh, boah, nee, ich in den Hörsaal und dann sitzen da 1000 Leute um mich rum und irgendwie der da hinten hustet und das ist, ne? Und dass sie auch alleine, it's better to learn outside of the setting und dass da diese Medical Disability Feature da auch irgendwie so mit reinspielt, das ist, also das fand ich einen interessanten Punkt, ja. Das ist interessant, ich habe mir auch ein paar Sachen jetzt in dieser riesigen Liste der Categories of Responses gegeben. Das ist ja jetzt quasi, also vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, um es richtig einzuordnen. Diese drei Kategorien sind die Dependent oder die Conditional. Lass mich mal kurz hochgehen. Das ist auch, muss man ein bisschen tricky, man muss einfach aufmerksam lesen. Genau, hier, also das wieder. Sind die. Und das ist jetzt sozusagen auf, und da gab es eben vor allem auch Free-Range-Response, hier gab es noch eine Range und Rec Room war eben binär oder einfach ja, nein. Und das muss man jetzt einfach noch so ein bisschen im Hinterkopf haben, um zu wissen, wo diese Tabelle herkommt und die Antwortmöglichkeiten. Genau, das heißt, das ist dann das Ergebnis von den gecodeten Themes. So, ich glaube, jetzt haben wir es methodisch auch einfach noch eng gerissen. Ich habe auch Better Learn anmarkiert. Ich habe auch Double Book. Also, Quick Learn, Better Outside the Lecture Hall. Ja. Dann habe ich das Double Book habe ich auch. Ne? Also, es ging einfach nicht. Ich hatte eine Lehrveranstaltung zu der gleichen Zeit. Commute, das da drüber. Ich habe einfach einen sehr langen Anfahrtsweg, was für schon diesen ETH Zürich Setting angesprochen wurde. Ja. Und was ich mir noch angeklickt habe, ist das No Life, klar. Und das
Practical Time. Practical Time habe Was ich auch. more Ja. practical time-wise, weil das sind ja auch die Sachen, die jetzt unten in dem Figure 8, in Abbildung 8, die Ja, da so völlig rausstechen. explodiert, ja, genau. Willst du da noch welche speziell? Also ich glaube, die großen Better Learn und Practice Time ist denke ich, das Genau, also gut man würde ja rechtzeitig. vermuten, hier ist das mit diesem Table 4, das ist da noch, also Head to Work, das da noch, das hätte ich noch irgendwie mit auf die vorherige Seite gepresst, wenn ich dieses Paper getypesetet hätte, aber Ja, egal. ja. Also ja, dass da, Aber ich glaube, es geht schlicht nicht. Also, ja, wahrscheinlich nicht. nee. Also dass da das No Life so klein ist, ist ja überraschend. Also man hätte ja vermutet, dass, wie Ja. das hier steht, so eine Trivialantwort, warum habt ihr euch eine Aufzeichnung angeschaut, weil es keine Live-Session Ja. gab? Also es scheinen ja schon super viele Lehrveranstaltungen eben live stattgefunden zu haben. Das scheinen totale Ausnahmefälle zu sein, dass wahrscheinlich die Lehrperson sagt, oh, ne, kann ich, bin krank, kann ich, bin irgendwie Forschungsreise, Konferenz, was auch Ja. immer, es gibt keine Vertretung. Oder auch Ich habe aber eine Flipped Classroom, Aufzeichnung von also vor 3 Jahren. schlicht Flipped Classroom-Formate, die, also wo man sozusagen sich nur auch nur trifft. Ja, da kann man jetzt auch sagen, okay, da gibt es auch wieder, sollte es Live-Möglichkeiten geben. Genau. Aber ja, es ist schon interessant, wie wenig das So, tatsächlich genau, passiert wie wenig ist. das ist. Und ich meine, die beiden größten Balken sind eben die Better Learn, wo Leute sagen, das mit dem Hörsaal und das ist mir irgendwie alles Nicht suspekt. meins, ja. Ich gucke mir das lieber zu Hause in Ruhe an, das, was auch gleich noch kommt. Ne? Da habe ich einen großen Monitor, ich habe einen viel bequemeren Stuhl, ich habe weniger Ablenkungsrum, Ja. ich kann mich darauf fokussieren, ich kann irgendwie direkt mir Notizen viel besser machen oder Beispiele ausprobieren. So, und dieses Practical time-wise, Ja. also das ist einfach, kommt unten auch noch als Beispiel, ja, ich spare mir 1, 2, 3, 4 Stunden am Tag, wenn Ja. ich eben mich direkt von der einen Session in die andere Session einwähle und nicht von dem Standort zu dem Standort zu dem Standort irgendwie ganz viel mit der Straßenbahn, mit dem Fahrrad, mit was auch immer unterwegs Ja. bin. Also außer vielleicht, okay, ich fahre Fahrrad, ich halte mich körperlich fit, ne? Das hat ja auch irgendwie auch alles Aspekte, aber also Ja. dass das so stark raussticht, finde ich schon interessant. Und ich meine, das heißt, also, das zeigt natürlich auch, dass Studis, ne, so was man immer so sagt, oh, ja, ist ja egal, die studieren, haben den ganzen Tag Zeit. Nee, haben sie nicht. Also, die haben auch ganz Nein. viele andere Aufgaben und Leute, seit natürlich sind sie, 1998 haben wir nicht mehr den ganzen Tag genau, ne? Also, Zeit. natürlich versucht man auch als Student, Studentin mit seinen zeitlichen Ressourcen zu haushalten und natürlich macht das schon einen Unterschied, wenn ich jeden Tag irgendwie 2 Stunden mehr oder weniger sinnlos mit der Straßenbahn durch die Gegend Ja. fahre, um von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung zu kommen, wenn ich mir das in ähnlicher Qualität eben auch online anschauen kann. Ja. Genau, ähnlich aufgebaut ist dann auch der Graph, oder Sie nennen es jetzt wieder Cluster Analysis, ist nicht ganz so, also die Anwendung muss man sich auch mal anschauen. Hier ist es, also die Grafik 8 hilft auf jeden Fall. Sie haben es dann wieder in Clustern eingeteilt, also wieder die zwei Farben trennen. Und was auch wichtig ist, dass sie sehr stark gefiltert haben. Also Sachen, die 50 Mal öfter genannt worden sind und nur die Menschen oder die Studierenden mit einbezogen haben, die Rec-Only größer gleich 50% oder Live-Campus kleiner 50%. Und dann sieht man eben auch recht intuitive Ähnlichkeiten. Wenn es zu langsam war, habe ich eben schneller gedrückt, als ein Beispiel. Und wieder diese, ja, was du auch gerade gesagt hast, Practice Time, Rec Only und Better Learn zu Practical Time. Ja, auch wenig überraschend, weil wir eben ökonomisch arbeiten. Also Studierende sowieso. Und während Corona musste man eh schauen, wie man seinen Tagesablauf ja, durchzieht. Und ich glaube, die Ergebnisse zeigen, dass es auch einfach notwendig war und ja, eher auch einfach geholfen hat, dass es mehr Videos gab, dass man mehr aufgezeichnet sich lernen konnte und dass das auch dann teilweise, also ich glaube, ich sage die Studie jetzt nicht, aber ich würde aus anekdotischen Mitteln sagen, dass das dann fast gefehlt hat an der einen oder anderen Stelle, weil man sich als Studierender darauf eingestellt hat, hey, ich gucke mir zumindest die Vorlesungen aus dem letzten Jahr noch mit an. Wenn es zum Beispiel nichts gibt und wenn dann, als es dann eher darum ging, so hier New Normal und ihr kommt jetzt alle wieder, also New Normal, ihr kommt jetzt doch wieder alle zurück, dass diese Flexibilität dann auch wieder
ja, entwichen oder geflüchtet ist. Ja, was ich jetzt an diesem Diagramm nicht so richtig verstehe, ist unten, warum es so diese relativ starke negative Korrelation gibt zwischen diesem Better Learn Practice Time und Recording Only. Das geht mir im Moment nicht so richtig aus den Daten aus dem Kopf in den Kopf. Etwas more Also es practical was more practical time-wise. time-wise. Warum ist das negativ korreliert mit dem Recording Only und auch mit dem Better Learn war Ja. ja das, ich kann besser außerhalb des Hörsaals lernen. Ja, ich weiß gar nicht. Also Also ich glaube, ich. der Better Learn, dieser ganz dünne Strich, geht nur hier rüber. Und ich glaube, dieser Ja. absolut, also es ist nicht ganz so. Also ich glaube, dieser wirklich massive. Die massive Kante zwischen Practice Time und Rec Only existiert und zwischen den beiden. Dieses Better Learn ist eben weniger mit Rec Only, Ja. ja. Und dann ist es noch relativ Aber stark wahrscheinlich ist zu. jetzt das Only Considered Record Only größer 50% und Live Campus kleiner 20%. Also wahrscheinlich ist dann dieses. Das ist halt schon sehr stark runtergefiltert Ja. auf Leute, die Also, eigentlich. weil da hätte ich ja jetzt irgendwie so ein entweder gar keine oder vielleicht so leicht positive erwartet, dass eben Leute sagen, ne, weil ich meine Zeit sinnvoll nutzen möchte, gucke ich mir. Aber nee, also vielleicht ist es ja auch in dem Sinne. Also die Leute gucken sich, sagen nicht, weil ich meine Zeit gut nutzen will, gucke ich mir eben nur Aufzeichnung an, sondern weil ich meine Zeit sinnvoll nutzen will, gucke ich mir auch Aufzeichnung an und eben nicht ausschließlich und nur notwendigerweise. Ich glaube, so wird in der Interpretation ein Schuh draus. Also, ne, die Studierenden sagen nicht, also als Quatsche mit dem Hörsaal, ich gucke mir eben nur Aufzeichnung an, sondern sagen, ich will meine Zeit sinnvoll nutzen und für diese eine Lehrveranstaltung müsste ich eine Stunde hinfahren und eine Stunde zurück und hätte an dem Tag 2 Stunden verschwendet für sonst nichts, dann gucke ich mir das eben lieber in der Aufzeichnung an. Es hat ja auch Commute positiv korreliert zu Rec Only. Genau. Ja. Genau, und auch zu dem Time Practice, aber das beides ist eben erstmal nicht cool. Ja, okay, also desto länger man drüber Ja. nachdenkt, desto mehr erscheint einem das dann doch auch Ja. sinnvoll an der Stelle. Und So, auch, jetzt kommen die ja. schönen Zitate. Ja. Hattest du, ich kann dir mal deine auch nebenbei. Ah ja, du hattest Time is a scarce resource. Oh ja. Scarce Resource, ja. A Also, you scarce, can ja. make better use. Also, man kann zwischen der Ruhezeit, zwischen den Ja. Lehrveranstaltungen, wo man irgendwie so ein bisschen Platz hat Es ist im radikal ehrlich. Stundenplan. Ja, und also klar, ich meine, was kann man sonst da machen? Ne? Man hat irgendwie vormittags von 9 bis 11 und dann hat man Mittag. irgendwie Mittag vielleicht und dann hat man vielleicht erst trotzdem wieder von 15 bis 17 Uhr. Lohnt sich das nach Hause zu fahren? Ja, nein. Macht man vielleicht einen Sportkurs? Geht man in die Bibliothek? Trifft man sich irgendwie mit einer Lerngruppe? Ja. Also da kann man schon verstehen, dass dann Leute sagen, okay, mache ich eben online. So, dann, das ist das, was ich auch schon gesagt habe. Und das kann ich im ingenieurwissenschaftlichen Kontext auch super gut Auf jeden nachvollziehen. Fall, Ja, ja. also wenn du eben eine Lehrveranstaltung hast, wo es darum geht, jetzt abseits von Klickerfragen vielleicht wirklich interaktiv zu werden, du willst nebenbei was in MATLAB simulieren, irgendwie in Python rechnen, mit einem Netzwerksimulator irgendwie was machen, dann willst du das nicht im Hörsaal sitzend irgendwie auf deinem iPad tun, sondern eigentlich eben im Idealfall an einem echten PC mit Ja. irgendwie mindestens 2 Monitoren und so weiter und so fort. Und eben an einem echten Rechner mit so. Und da kann ich das total gut nachvollziehen, dass man dann eben sagt, ich gucke mir das an auf dem einen Bildschirm und auf dem anderen mache ich selber nach. Ja. Mit einer echten Maus und allem drum und dran. Ja. Was ich dann, also du hattest auch als nächstes nichts mehr markiert. Ich hatte dann auch wieder Students throughout during the pandemic, they moved back in with their parents. Ein Phänomen, das man tatsächlich auch bei uns gesehen hat. Wie gesagt, auch wieder hier der Unterschied zwischen den ersten oder die Studierenden, die eigentlich schon in den ersten Semestern angekommen sind, also so diesen Übergang noch gekannt haben. Und dann natürlich die ersten Abi-Jahrgänge, die ja auch schon gesagt haben, ich habe jetzt meine Oberstufe am Ende auch schon online gemacht. Ich ziehe doch jetzt nicht aus, um dann in Zoom zu sitzen. Also der gleiche Gedanke wie auch bei einigen, die dann ihr Auslandssemester verschoben haben oder relativ schnell wieder zurückgekommen sind. Genau, und wenn dann noch der Zürich-Faktor mit reinkommt, dann ziehst du natürlich nicht aus oder um. Also ja. Was hast du da noch? I prefer to watch all lectures in 2 days back to back. Hier hatte ich bei den Projects noch, dass dadurch
dass, also einige haben ja gesagt, ah, Design ist so demanding oder Semester Project took up too much time. Ich habe mich gefragt, ob das ein Indikator ist, dass sie ihre Prüfungsformen nicht auch angepasst haben, weil die Darstellungsformate und den Modus mussten sie ja ändern. Teilweise, wobei jetzt gerade in der Studie geht es ja eher darum, dass es doch relativ viel auch oder gar nicht so viel live gab. Und gleichzeitig frage ich mich, gut, aber wenn jetzt die Projekte und auch irgendwelche Laboratories gleich geblieben sind, der sagt die Studie nicht allzu viel, weil es ja irgendwie nochmal eine weitere Variable ist. Aber wenn natürlich der Prüfungsmechanismus nicht geändert wird, natürlich ist das dann ein Indikator, dass Studierende sagen so, boah, irgendwie haben wir den Input und die Art, wie wir arbeiten, geändert, aber der Output ist gleich geblieben, weil er immer noch die gleichen Dinge von uns verlangt. Das ist dann natürlich ein Hassel. Ja, also wenig überraschend sozusagen, wenn das jetzt so Ja, ist. ich meine, weil dann einfach Constructive Alignment verletzt ist und Genau. eben die Lerninhalte nicht mehr zu den Ja. Ja. Prüfungsmethoden oder zu der Prüfung passen. Zumal ja, was jetzt auf den Fall bezogen auch noch wichtig ist, dass ja die Prüfung immer noch on-site und live stattgefunden hat, aber also ja, und der Mechanismus sich dann ändern musste, weil ich kann das tatsächlich eher so, dass man auch gesagt hat, gut, dann machen wir jetzt auch die Prüfung online. So, du hattest dann, ah, das Back-to-Back, genau. Ja, jetzt kamen eben so Sachen, ne, mit, also ich schaue mir das eben lieber in 2 Tagen Ja, anstatt ja. 2 Wochen, weil ich das dann irgendwie besser miteinander verknüpfen kann. Ja, da kann man sich fragen, ob das auf lange Sicht, also es wird jetzt sehr von der Prüfung und vom Fach abhängen. Ja. Ich bin ja immer eher so der Typ, der sagt, ne, langfristig und immer mal wieder und in kleinen Häppchen und dieses, wenn ich mir das sehr schnell in den Kopf reinhaue, dann habe ich das eben auch sehr schnell wieder vergessen. Das hilft mir vielleicht für die Prüfung, aber eben Ja. nicht so auf lange Sicht. Da wäre ich tatsächlich so ein bisschen skeptisch. Du hast, ja, also das trotzdem, ja, und das spricht jetzt eher nicht für das Binge-Watching, sondern es spricht, glaube ich, eher gegen die Prüfungsformate. Die Average Exam Scores for Binge-Watching ist slightly higher than average. So, Ja. ja, also das, naja, also wenn das Bulimie lernen. Ergebnis den Leuten recht gibt, dann ist es eben aus meiner Sicht keine gute kompetenzorientierte Prüfung, sondern ist eben solche wissensbasierte, kannst du mit Bulimie lernen, sehr gut bestehen Prüfung. Ja, okay. Ich meine, dass danach die Punkte so, wenn du ein bisschen runterscrollst, genau, mit dem too slow, playing faster, ne, dass das verknüpft ist, ist klar. Und dann kommen ja darunter noch so ein paar Aussagen. Also, das war nicht sehr interessant, was da erzählt wurde. Das habe ich mir eben schneller angeschaut. Ich habe mir das auf 1,5-facher Geschwindigkeit oder so Ja. angeschaut. Und die Studie haben wir ja, glaube ich, auch schon mal zitiert. Es ist eben schlauer, besser für den Lernerfolg, sich nicht das Video einmal in einfacher Geschwindigkeit anzuschauen, sondern zweimal in doppelter Geschwindigkeit in der gleichen Zeit. Yep. Und das kommt ja hier auch wieder so ein bisschen raus. Ja. Wobei sie Doppelwatch, also mehrfach anschauen, nicht aufgenommen haben, aber zumindest die höhere Geschwindigkeit. Genau, die höhere Ja. Geschwindigkeit, ja. Was ich auch interessant finde, nur weil man sich Notizen macht, heißt es nicht. Also Pause und Review haben sie sozusagen gleichgesetzt mit, Leute haben sich in der Zeit Notizen gemacht. Wäre, ja, kann man so interpretieren. War aber nicht signifikant unterschiedlich. Also wahrscheinlich weiß da auch wieder, das ist so wie mit der Gruppe, ne? Es kommt denn drauf an, was du dir für Notizen machst Und warum du und stoppst? Also warum pausiere ich denn das Video? Ja. das jetzt, ich habe mir da unten, das, was jetzt unten auf der Seite ist, the instructor simply reads the slides without explanation. This is helpful for those who can't read. Da habe ich so umgelegen, als ich das. Und der Nähe, ja, ist a frontal klar, so, ne, und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann tatsächlich sehr, also ja, schon noch ein erheblichen Anteil an Lehrveranstaltungen gibt, wo eben diese berühmte PowerPoint-Karaoke stattfindet Ja. und wo Triple Speed. ja, wo eben 2 € in die Achse Grommer Mehrwertkasse, wo eben Ja. der Mehrwert der körperlichen Präsenz dann eben fehlt. Ja. So, jetzt wird es extrem at Triple Speed. Okay.
Also da könnte ich nicht mehr, aber Nee, gut. ich glaube auch, wenn man deine Videos auf anderthalb schon schauen kann, ist man, glaube ich, schon gut dabei. Ich kenne auch durchaus das ein oder andere technische Video, das ich auf 0,75 dann gucken muss, weil zu viel passiert. Und ja, das kommt jetzt, ich meine, über Videos haben wir uns jetzt schon so oft unterhalten. So manches Video hätte auch lieber mal ein ausgeschriebenes Text-based Tutorial sein können. Aber nun gut. Ja, the students provided these quotes scored 5 out of and 5 on their exams respectively. Wo students who might say that these scored which is essentially the same as over. Ja, okay, gut. Ja, also da, ja, also okay. Kann helfen, wenn Kann helfen, muss aber man, nicht ich. ja, wie so oft im Ja, Bildungsbereich, also ich ja. glaube, das sind dann auch so die Extreme und die sind dann so, so weit weg Ja. vom, das, okay. Was habe ich mich, hier habe ich strongly to reasons for not going to live classes through a rather obvious negative correlation between prior interest and no interest. Außerdem haben sie das Cluster 5, no interest, not due an exam grade. Students can be successful on exams, about topics they are not interested in. Ich habe das mal als Wahlpflichtphänomen Fragezeichen betitelt. Wir müssen ja, also ich kann nicht in allem interessiert sein, ich muss aber in allem so gut abschneiden, wie es mir möglich ist. Führt doch dazu, dass ich automatisch auch in Dingen besser bin als das umgedrehte Verhältnis meiner Interesse sozusagen. Und so würde ich mir das erklären, weil die Motivation, okay, ich will irgendwie doch, mein Durchschnitt muss irgendwie gut sein oder ich will nicht, dass es irgendwie so hervorsteht, ich will nicht, dass es so rausfällt. Überwiegt als das, ja, eigentlich habe ich keinen Bock. Und wir warten alle schon so Momente, wo man, oh, ich keinen Bock, aber ich muss jetzt nun mal. Was zum Studieren dazu gehört. Not interested is negatively correlated to reg recom, warte mal, lass mich noch mal gucken. Ja, also ich glaube, das sind jetzt so, ist auch die Frage, wie statistisch signifikant das dann am Ende dann ist. Ja, gut, ist ja aktuell nur Korrelation. Rec only war, I only watched Ja. the recording instead of attending lecture. And no interest. Ja, gut, okay, ja, gut, ja. Klar, wenn es mich nicht interessiert, gehe ich halt auch nicht hin. Ja, und genau, und wenn es mich nicht interessiert, dann empfehle ich auch nicht, sich irgendwie die Aufzeichnung anzuschauen. Also das Ja. ist so ein, ja. Da, ich meine, das spricht ja wieder so für diesen Punkt in einem Studium, nur einen sehr, sehr, sehr grundlegenden Kanon von Pflichtfächern zu haben und irgendwie einen großen Wahlpflichtbereich anzubieten mit Modulen, die dann potenziell ein größeres Interesse bei Studierenden hervorrufen, ja. Aber Wer, also es ist leicht aus dem Fenster gelegt, aber dem würde ich zustimmen, wenn man, ja, ja. aber ich meine, das da drüber sagt ja dann trotzdem irgendwie, auch wenn es die Leute nicht interessiert, können sie trotzdem erfolgreich in der Prüfung Genau, sein. genau. Was ja irgendwie mit intrinsischer Motivation zu erklären ist, um Ja. die Non-Interests oder Less Interests zu überbrücken. Und auch hier, ich meine, wenn wir jetzt noch weiter reingreifen, jetzt müsste man sich mal genau angucken, wann diese Fragebögen abgegeben worden sind. Wenn das irgendwie direkt nach der Prüfung war und ich quasi in mein Binge-Watching-Behavior gerade als großen Haufen auf Papier gebracht habe und du mich dann fragst, so, ja und, wie, war cool, ne? Und wie Interesse? Also die Fragen waren natürlich nicht so aufgeladen und suggestiv, aber dann würde ich vielleicht eher sagen, so, boah, ich bin froh, dass es vorbei ist, Tschüssikowski. Ja. Da müsste man jetzt so ein bisschen vielleicht die Zeit, aber ja. Ja, also ich war schon, ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie diesen Fragebogen wirklich direkt noch im Ja. Prüfungsraum nach der Prüfung Ja. ausgefüllt haben, einfach weil das natürlich logistisch viel einfacher ist, Ja, auf jeden Fall. Ja, und du aber wie gesagt, viel über höheres auf 17.000 oder Noten kommst. 12.000 Abgaben Ja. hast du das dann irgendwie auch normalisiert. So, dann kommen wir zur Diskussion. Die Diskussion, damit haben wir ja eigentlich schon direkt angefangen. Ja, du hattest. Ich hatte nichts, too long didn't read, ich bin direkt zum Conclusions gegangen. Ey, Okay, ja. 24 Seiten, also vier, das wäre bei uns, ist es, ich will es nicht sagen, eine halbe Dissertation, aber also bei, Ist schon lang, ich ist kenne schon lang. wenige Elektrotechnik-Paper, die mehr als 10 Seiten Ja, haben. aber Also bei uns im Moment. Normalfall 8 Seiten, 6 Seiten, das ist Ja, aber schon. Matthias, guck dir mal an, wie viel Seitenabstand das hat. Das ist einspaltig, das Ja, ist okay, ja, Schriftgröße das, 12. ja, Wenn du Schriftgröße das 12, ja, ist okay, aber zweispaltig. trotzdem, ja. Also, das Ja, ist ich, ja. schon okay. Es ist halt auch Es eher ist okay. ein ich will jetzt nicht sagen Handbuchbeitrag, weil dafür ist es halt deutlich zu quantitativ und statistisch solide oder robust aufgebaut.
Aber es ist halt auch ein Journalartikel. Die dürfen länger sein. Und wie gesagt, zweispaltig und Was hast du dir noch angestrichen in den ja, dieser eine Satz ich da? fand es interessant, dass sie gesagt haben, dass es the testimony to resilience and flexibility of students, faculty and staff, that apparently new arrangements were found and considered choices were made. Das ist vielleicht jetzt nicht der statistisch untermauerte Untermauertster Punkt, Satz, ja. aber gleichzeitig würde ich sagen, ist das ein wichtiger Kontext über diese Zeit. Auf jeden Fall, ja. Genau, dann wenn auch mehr, also das ist ja typisch für Diskussionen, dass man irgendwie noch related and associated literature, die Dinge ähnlich oder anders gefunden haben, untermauert. Attendance choices away from life action may be attributed to policies of institutions, putting heavy emphasis on project work without making room in the academic calendar oder in der insgesamt im Prüfungsmechanismus. Setting during the semester, having exams possibly more than one semester after the course leads to students being concerned about forgetting material anyway by the time the exam comes and thus postponing watching the lectures until later. Wir kennen diese Kurve, mitternachts lernen und das Beste hoffen. Allowing or even relying on students being able to enroll in more than one lecture at the same time in different places invariably leads to them not attending at least one of those, weil man sich irgendwie, weil man nicht an verschiedenen Orten und Zeiten sein kann und dann kannst du irgendwie kein. Genau, und ich meine, im Normalfall, also bei uns, wird da schon sehr darauf geachtet, gerade bei diesem letzten Punkt. Also, vielleicht ist das auch so ein bisschen ETH speziell oder eben so dem Schweizer Bildungssystem oder so geschuldet. Also, alle drei Punkte hier kann ich auch so ein ganz bisschen nachvollziehen. Ne? Also, wenn du eben viel Projektarbeit machst, hast du weniger Zeit für was anderes. Natürlich ist Projektarbeit irgendwie toll, ja, und jetzt sagen alle, oh, wir müssen Digitalisierung, wir müssen irgendwie Data Literacy, wir müssen KI, wir müssen irgendwie dieses und jenes noch in Curricula unterbringen. Schlüsselkompetenzen, Future Skills und so weiter. Was lässt du denn dafür weg? Ja, das ist ja immer so die große Diskussion. Die Zeit ist nun mal endlich. So, dann, warum es da so viele Module scheinbar gibt, wo Lehrveranstaltung und Prüfung zeitlich sehr, sehr Ich entkoppelt glaube, ich habe eine Idee, erscheinen. warum. Ja, weil die Prüfung nur einmal im Jahr angeboten wird und der Nee, Kurs jedes Semester. weil, also vorhin haben Sie ja geschrieben, dass es sehr viele oder unterschiedliche Zonen oder Hauptcampi und Satelliten gibt. Ja. Und natürlich macht das auf dem Kalender total Sinn, dass du eine Viertelstunde Zeit hast. Aber wenn es logistisch nicht möglich ist, einmal durch Zürich mit der Tram sich zu bewegen, dann bringt dir die Zeit sozusagen gestaffelt nichts, weil das im Kalender gut aussieht, weil die Lokalisation oder die, ja, die Geografie einfach nicht mitspielt. Also das wäre So dass man den zumindest. Prüfungsplan im Prinzip zeitlich entzerren muss und dadurch nur. Ja, aber hier geht es ja jetzt eher um to enroll in more than one lecture. Also ich glaube, das ist noch die Ja, nee, genau. Ich bin jetzt Vorlesungszeit. noch bei den mittleren Punkten mit Ja. den Prüfungen. Also das, Ja. warum da so viel Zeit zwischen Lehrveranstaltung und Prüfung ist, weiß ich nicht. Also bei uns ist das typischerweise nicht so. Es sei denn, du fällst eben durch, dann musst du ein Ja. Semester warten oder sowas. Aber selbst Und dann, ich meine. den ersten Versuch kannst du ja schon danach machen. Aber vielleicht sind das die Semester oder die Prüfungen, die eben am Ende des zweiten Semesters Ja. stattfinden. Das könnte bei Und denen ich meine, den dann, letzten ja. Punkt kann ich auch super gut nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch also was bei uns so in der Corona-Zeit so ein Riesending war. Ne? Also früher konnten Studierende eben nur irgendwie die Kurse wählen oder also konnten nur die Kurse besuchen, die nicht gleichzeitig stattfanden, sodass man eben, ne, man konnte ja nicht gleichzeitig in zwei Orten sein. So, jetzt gibt es irgendwie Recordings und vielleicht irgendwie Live-Zoom und so. Und dann kannst du dich natürlich schon mit Endgerät A und Endgerät B gleichzeitig in zwei Lehrveranstaltungen einwählen, die auch irgendwie besuchen. Bist dabei Also ein kannst kleiner dich vielleicht bei Mensch. beiden in gleichzeitig zuhören, aber kannst die eine irgendwie aufzeichnen. Vielleicht gibt es da eine Aufzeichnung und gehst in die andere rein. Und dann entscheidest du dich eben am Ende des Semesters. Ja, du hast vielleicht, vorher hast du fünf Lehrveranstaltungen besucht, hast fünf Prüfungen gemacht und jetzt besuchst du zehn Lehrveranstaltungen. Du musst trotzdem nur fünf Prüfungen machen, aber du entscheidest dich dann eben, bei welcher Lehrveranstaltung kriege ich denn das beste Prüfungsergebnis Ja, okay, für den verstehe. geringsten Aufwand. Und ich meine, das ist natürlich schon sowas so, able to enroll in more than one lecture at the same time, ja. Das ist so, also damit erlaubst du natürlich Studierenden Flexibilität. Gleichzeitig machst du aber so ein Pressure, so dass sie sich dann doch irgendwie aus diesen vielen Möglichkeiten, aus dem viel größeren Angebot und bunten Strauß von Möglichkeiten für irgendwas entscheiden müssen. Ja, nur fürs Protokoll, weil du gesagt hast, ja, zu länger als 2 Stunden, ja nie.
2 Stunden, 2 Minuten. Just Zwei saying. Also gut. Letztlich, ich bin eigentlich auch Genau, relativ schnell auf die Limitations, da habe Limitations ich mir das gesprungen. gleiche aufgeschrieben wie Ja, du, okay, genau. verstehe. Es ist ja. Ja, Also ich. technische Uni und eben Geist, kein geisteswissenschaftlicher Kontext. Ja. Und Aber da ich da keine Ahnung von habe, kommt mir das. dieses Peculiar, das Einzige, was ich Peculiar darüber finde, ist, dass es eben dieses, ihr könnt nur am Ende des zweiten Semesters die Prüfung machen, wenn wir das richtig interpretiert haben. Aber vielleicht kann ja von der ETH auch jemand sagen, so, ja, nee, nee, anders. Aber ja, aber dieses Separated from the Courses, das ist bei uns auch so. Es gibt eine Prüfungsphase und dann gutes Gelingen. Ja, du hast bei der Conclusion deutlich mehr angestrichen. Ja, da haben wir eigentlich über gesprochen, Onset Live Recording mal angesprochen. Genau, Und also ich habe mich hier angestrichen, also dass die Studierenden schon eine wohlüberlegte Wahl treffen, wie sie das machen, ob sie eben on-site, online live oder aus Aufzeichnung sich das anschauen und dass die, also dass der Einfluss dieser Wahl ein sehr, also einen statistisch signifikanten, aber sehr, sehr, sehr geringen Einfluss auf die Ja. Prüfungsnote hat. Und das eben, wie schon da im Vorfeld angeklungen, insbesondere die Studierenden dann minimal schlechter in der Note abschneiden, die so einen Wechsel vollziehen mussten. Also die eben mal on-site sind und mal online und dann mal wieder andersrum und so. Und ja, das kann man ja in gewissen Grenzen irgendwie auch nachvollziehen, weil das ist ja dann irgendwie auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Oder zumindest kannst du dann für dich ja auch nicht so einen richtig guten Modus entwickeln, wie du da dein optimales Lernsetting eben gestaltest. Ja. So, und es ist so dieses Typische, was man eben vielleicht so landläufig sagen würde, desto mehr Leute, ne, also was ja bei uns immer, oder was ja oft so ist, so, ja, wenn ich meine Sachen aufzeichne, kommt ja keiner mehr in die Präsenz, dann gucken sich die Leute noch diese Aufzeichnung an, dann werden die alle viel schlechter in der Prüfung. Das ist eben nicht so. Ja, Ja, also da kann man, das kommt ziemlich absolut. deutlich raus. Es ist nicht so, the more students only watch recordings, the worse they do on exams. Ist es eben nicht. Und dass jeder Student, jede Studentin eben sich eine Arbeitsweise rausgesucht hat oder versucht hat, eine Arbeitsweise rauszusuchen, die für sie oder ihn am besten funktioniert hat. Und dass das vielleicht auch eben dann so ein kleiner Minuspunkt ist, es ist eben keine komplett randomisierte Studie, sondern ne, die Leute haben eben nach ihren Vorlieben gehandelt und dementsprechend eben natürlich auch diese Umfrage ausgefüllt. Auf der anderen Seite, wie willst du sowas randomisieren? Natürlich kannst du jetzt sagen, wir machen jetzt irgendwie eine 2-stündige Studie und du hast die Aufgabe und hier ist ein Lernnutzerprofil und bitte, aber das geht ja nicht, vor allem nicht Ja, in dem also das Umfang. erinnert mich daran, was Claudia Bremer früher immer gesagt hat, wenn wir so in der End-Corona-Anfangs-Hybridlehre-Zeit irgendwie so Workshops darüber gemacht haben, dass man den Studierenden auf jeden Fall die Wahl lassen sollte. Ob sie online, ob sie in Präsenz, ob sie hybrid, wie auch immer, und eben nicht sagen sollte, es können nicht alle in den Raum kommen, ihr seid jetzt Gruppe A, ihr kommt und ihr seid Gruppe B, ihr müsst euch das online anschauen, weil man dann eben ziemlich viele Leute haben wird, die sagen, ich wäre aber eigentlich viel lieber in Präsenz gekommen, und jetzt muss ich mir das online angucken Aber in oder 2 Wochen eben geht es andersrum. nicht, weil da muss ich, also ja. Genau, ja. Und also wenn man schon diese vielen Modalitäten hat, dann sollte man eben die Studierenden nicht in irgendeine dieser Modalitäten zwingen, sondern ihnen eben diese Wahl lassen. Und was ja hier rauskommt, ist, dass die Studierenden im Normalfall diese Wahl schon sehr schlau und sehr gut begründet treffen und sich eben für eine Art entscheiden, die eben ihrer eigenen Arbeitsweise und ihrem Umfeld und Kontext und was auch immer, in dem sie sich da bewegen, eben sehr entgegenkommt. Ja, ich habe mir gerade noch inspiriert von dir, also einen absoluten Kernsatz. Wenn Unis wollen, dass Studenten vorbeikommen, dann macht es administrativ einfach, nehmt systematische Hürden weg und fördert aktive Teilnahme. Genau, und macht Co-Learning, Coworking Ja. Spaces, macht irgendwie den Campus attraktiv, dann kommen auch Ja. die Leute und eben, Formativ, ja, ja. also Interactive Engagement, das steht da noch so ein bisschen drüber, was du auch, ne, Using Clicker as a Proxy, also dass eben Interaktion hilft. Ich meine, das ist auch kein
Also, ne, Leute wie Erik Mazur oder David Meltzer oder so, die so aus der ganzen Physik-Education-Bubble meinetwegen kommen, die erzählen das natürlich schon sehr lange, dass du Active Learning brauchst, Isa Jahnke und so im deutschen Kontext. Gibt es ja auch super viele Studien zu. Ich meine, das wird hier nochmal unterstützt aus diesem Riesensatz von Daten. Und was vielleicht noch irgendwie spannend ist, dass, was da so in der Mitte ist, also above average on-site attendance was associated with above average satisfaction of the course. Also wenn man, also scheinbar ist dann irgendwie Präsenz auch noch mal irgendwie ein bisschen schöner im Sinne von ich habe das genossen, das wäre irgendwie nett, das Thema hat mich interessiert, ja, aber da steht ja eben auch dann, no causality in either direction can be implied. Also man weiß nicht, ist bedingt das eine das Ja. andere oder andersrum, so wie mit den Vorkursen und dass die Leute dann irgendwie besser sind, weißt du immer nicht, gehen die besseren Leute in die Vorkurse oder werden sie besser, weil sie die Vorkurse besuchen, weiß kein Ja, Mensch. ja. Und den letzten Satz finde ich noch ganz spannend, mit diesem Hidden Curriculum, ne? Also das, ja, increase, also desto mehr man die Leute vielleicht vom Camp oder ja, vom Campus weglockt, will ich nicht sagen, aber wenn man eben viel online tut und sich viele Aufzeichnungen anschaut, dann ist es vielleicht mit reinem Blick auf die Noten nicht schlechter oder besser, als sich Lehrveranstaltungen auf dem Campus anzuschauen. Das ist ja das, was hier rauskommt. Aber natürlich kriegt man nicht so viel von dem Campusleben mit. Und vielleicht ist es auch schwieriger, in so einem online, reinen Online-Studium eben Key Skills, Schlüsselkompetenzen zu entwickeln oder so, sich in diesen akademischen Habitus, was auch immer man darunter verstehen will, irgendwie so hereinzufinden. Und ja, also ich fand einfach diesen Begriff Hidden Curriculum da unten ganz interessant. Also das ist ja noch neben den eigentlichen fachlichen Teil des Studiums eben noch so einen außerfachlichen Teil gibt. Und den würde ich auch, also den sehe ich auch absolut, ne? Also dass es ja ganz viel studentische Institutionen auch gibt. Es gibt bei uns meinetwegen so ein UMD Racing Team, wo die eben Rennwagen bauen als studentische Initiative. Ja, es gibt die ganzen Fachschaften und es gibt irgendwie ein akademisches Orchester Allein und es der gibt, Sportuniversitätsclub genau, es oder gibt Haufen Verein, also. Sportkurse und dass das natürlich was ist, wo man vielleicht nicht so viel mitbekommt und auch nicht so viel profitiert, wenn man eben hauptsächlich online studiert. Ja. Also, dass das so ein Punkt ist, aber das ist eben dann auch die Frage. Also, ne, möchten das Leute, wofür studiert man überhaupt? Also, und wenn man eben nur studiert für, ich will am Ende ein Zertifikat haben, wo drauf steht, ich bin jetzt Elektroingenieur und das ist nachgewiesen mit diesen und jenen Ja. Lehrveranstaltungen, die ich durch eine Prüfungsnote mit diesem Ergebnis nachgewiesen habe, würde ich so sagen, kommt hier aus diesem Paper eben ganz eindeutig raus, egal ob Präsenz oder online oder Hybrid oder Ja. ne, also wenn du das willst, kannst du das auf jede Art und Weise schaffen und such dir eben die raus, die für dich am besten funktioniert. Und es geht. Ja, das würde ich auch sagen, ist ein gutes Schlusswort. Hey, was ich auch nochmal unterstreichen möchte, ist, wie sehr Sie doch mit Zürichs Indigenous Research Team for Data and Exam Registration, es gab wohl eine Person, die die technische Implementierung durchgeführt hat, Zurich Student Service ETH wurde angesprochen. Also es ist jetzt, also es zeigt auch der Datensatz und so die Umfänglichkeit. Aber es geht. Also anscheinend geht das an der ETH, dass man mal universitäts-fakultätsübergreifend sagt, Leute, wir analysieren hier jetzt mal und gucken, wie es ist, live or no live. Ist meine Aussage. Das habe ich bisher so oft noch nicht gesehen. Was hattest du ja auch eingangs schon erwähnt, dass da vom Rektorat wohl auch jemand mit auf dem Paper steht und nicht nur in den Acknowledgements. Also das heißt nur, aber im Sinne von, hat jemand wohl mitgeschrieben. Ja. Ja, gut, dass sie die Raw-Daten jetzt nicht ohne weiteres zur Verfügung stellen, das ist irgendwie klar. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cooles Paper und ein Genau, also das notwendiger ist definitiv Baustein. eins, was man immer mal zitieren kann oder vorzeigen kann, wenn es um dieses Pro und Contra Ja. und ach nein, ich mache keine Aufzeichnung, weil
Da kommt keiner mehr. Ja, auch Da genau. kommt keiner mehr Also, oder oder genau, ich wie, biete meine ja. Wer die Lehrveranstaltung Videos nicht nur in kommt, ist Präsenz schlechter. an Ja. und wer da nicht kommen kann, der hat eben Pech Genau, gehabt. absolut. Ja, auch durch die. Auch durch die, das Paper versucht ja schon Kausalitäten herzuleiten. Das ist ja das, was mir so gefällt. Es ist nicht nur so, ja, deskriptiv, durchschnittlich gucken die Leute 12 Videos und die sind 27 Jahre alt mit einer Standard Deviation von, keine Ahnung, was ist das, 8 oder 10, 3. Also es ist so, okay, wir geben das rein und Learning Performance oder die Satisfaction ist so und so und es gibt moderierende Variablen. Also da ist ja schon der Aufwand deutlich größer und auch die Daten und Aufbereitung und all, also dieses ganze Aufbereiten im Hintergrund, was man ja überhaupt nicht sieht bei so Papers. Ich glaube, das ist, was mich auch an dem Paper so beeindruckt. An der einen oder anderen Stelle hätte, also die Introduction ist relativ kurz. Ja, da kommen dann noch 22 Seiten. Aber und ja, und an der einen oder anderen Stelle hätte ich, glaube ich, andere Farbwahlen für einen Graph genommen, weil sonst, also spätestens in Schwarz-Weiß kann man den überhaupt nicht lesen, was so mein persönlich höchster Anspruch wäre für verschiedene Bilder. Aber aufgrund der Summe der Daten ist das völlig in Ordnung. Und ich glaube, es ist auch ein cooles Paper oder ein gutes Paper für Forschungsseminare, wenn man mal sagt, okay, ihr lest jetzt mal einen Journal-Artikel. Also es hat irgendwie eine gute Länge, es hat irgendwie noch guten Einstiegstiefe. Man braucht jetzt nicht so super viel theoretisches Vorwissen. Weil klar, so ein bisschen Active Learning, ja, sagt uns jetzt natürlich sofort was. Da steckt natürlich auch eigentlich viel mehr noch dahinter. Mal als Beispiel, aber da auch diesbezüglich würde ich sagen, ist das ein gutes Beispielpaper. Und es ist Open Source. Man kann einfach den Link verteilen. Das ist Open Access. Ja. Und einen kleinen editoriellen Hinweis habe ich noch da. Die ganzen Zahlen von Studierenden, die Tausenden und Abertausenden, sind immer mit einem Komma angegeben. Das Ja. ist nicht so gut. Man sollte lieber ein halbes Leerzeichen zum Beispiel verwenden, weil Komma und Punkt oder Hochkomma oder so keine guten Tausender-Trennzeichen sind. Okay, aber ich Weil sie habe, immer wieder. aber ich glaube, das ist ein Vor. Aber ich kenne das auch nur aus Papern, das in Naja, englischsprachigen. also zumindest so in den Ingenieurwissenschaften, ne, da gibt es dieses SI System International de Unité, Ja. und in der berühmten SI-Broschüre wird eben von Komma und Punkt und so auch immer abgeraten als Tausender-Trennzeichen, eben genau aufgrund. Werde mal die entsprechende Stelle noch mit in Ja. den Shownotes zitieren. Sehr gut. Ich kenne das auch nicht anders, will ich damit sagen. Also. Okay, also bei uns in den wirklichen Ingenieurwissenschaften ist es verpönt, das so zu Hat er schreiben. gerade in den wirklichen Ingenieurschaften gesagt. Also zum Beispiel, dass man hier, also im Deutschen würde man Nee, ja vier. das ist okay. So, Also ich ne? meine, das ist so im englischen Kontext würdest du es Genau. eben mit einem Punkt schreiben und im Deutschen vielleicht mit einem Komma. Ja. Aber eben genau wegen dieser Komma-Punkt einmal, ne, Ja. ist Tausender-Trennzeichen Ja, das ist ist ja. Das ist mir einmal in einem englischsprachigen MOOC also den wir geleitet haben, auf die Füße gefallen, weil ich halt ganz normal davon ausging, so, okay, 17.000, ja, und dann so, Moment, es sind nicht sieben? Nee, nee, es sind 7.000. Und wenn man dann, und dann gibt es ja auch noch Kombinationen, dass man den Punkt als Trennkomma hat im Deutschen, also 70.000, und dann Ja. die Kommas, und dann waren alle verwirrt, weil, Ja, hä, darum. wieso geht diese Zahl weiter? Ja, aber ein guter editorieller Hinweis, verlinke mal die Standards. So, Leute, 2 Stunden 16. Das war eine gute Folge. Ich glaube, wir sind Es war eine fantastische Folge. an der Stelle fertig. Ja, bisschen Technik, sehr viel Paper. Wir könnten auch das nächste Mal noch mal die ein oder andere Paper. Vielleicht bringe ich auch mal einen kleinen Netzwerkgraph mit aus der Twitch-Bubble. Bis dahin würde ich sagen, Genau, lasst es und euch wir gut haben gehen. vielleicht noch eine studentische Arbeit, die wir beim nächsten Mal besprechen können. Das wäre sehr spannend, ja. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt noch, hast du noch 5 Minuten? Ja. Ja, pass auf, dann machen wir jetzt nämlich noch einen kleinen Techniktest, den ich am Ende unseres Technikblocks hingeschrieben hatte. Es gibt irgendwie neue Sachen in Zoom. Kriegst du das jetzt hin, dass du Kriegst du meine das Wenn jetzt hin? ich eine Bildschirmfreigabe in Zoom mache, pass auf, ich mache mal, du hast die Bildschirmfreigabe deaktiviert Ja, als Host. Kannst du mir jetzt darfst du. eine Bildschirmfreigabe Ich machen? weiß So, nicht, ich was mache jetzt die. kommt. Wir Ja, gucken jetzt nee, das, mal. also ich gebe jetzt einfach mal meinen Bildschirm frei. So, jetzt solltest du meinen Bildschirm sehen. Ja.
Okay, genau. Und ich sehe den da oben auch, warte mal, so. Weil es gibt nämlich irgendwie neue Features in Zoom, dass man so fancy Kram machen kann, im Sinne von, Fancy jetzt, Kram. vielleicht musst du in OBS mein Fensterchen mal so ziehen, dass man das Ganze sieht. So, nämlich gibt es in Zoom so Layouts. Das ist jetzt das Standard-Layout. Warte Und jetzt kann mal, man ich auch mach so dich mal. Kram machen. Ja. Lass mich Und mal, gib mir mal einen Moment, ich mach mich mal klein und dich dann groß und ja, dann. genau. Ich sehe ja so diese Voransicht. So. Also jetzt ist so ganz normale Bildschirmfreigabe, so wie man das in Zoom kennt. Ich habe jetzt nochmal den von mir kommentierten Artikel freigeben. Und jetzt mache ich mal freigeben. Tja, aber da passiert nichts, weil irgendwie in der Voransicht bei mir sieht das jetzt ganz anders aus. Da bin ich nämlich so in meine Folien kommentiert. Aber scheinbar kommt das in deinem Zoom nicht an. Ja Was gut, ich daran habe liegen ja könnte, hast du Ansichtoptionen. eine ganz aktuelle Zoom-Version drauf? Nee, wahrscheinlich nicht, Ja, ne? muss ich doch, sonst kann ich ja nicht. Ja, warte mal. Also, warte mal. Ich mache mal nochmal eine andere Freigeben-Ansicht. Ah, Ja, nee. nee, ich bin nicht auf der aktuellsten Version, aber Nee, wahrscheinlich. dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja. Dann testen wir das mal beim nächsten Mal. Okay. Sehr gut. Weil, also in meiner Voransicht passieren nämlich so Sachen wie, wenn man, ich mache mal die Freigabe wieder aus, dann bin ich ja wieder da. Also so wie man mit OBS und Greenscreen sich in seine Folien reinmontiert, sowas scheint Zoom jetzt so intern zu machen und machen zu Okay. können. Und zwar, also vorher ging das ja schon. Für PowerPoint-Folien, wenn man eben Ja. irgendwie PowerPoint-Folien in Zoom freigegeben hat, und das scheint jetzt für generelle Bildschirmfreigaben zu funktionieren. Was ich an sich im Prinzip irgendwie ein nettes Feature finde, Ziemlich aber cool, ja. es scheint nur auf den ganz aktuellen Zoom-Versionen zu funktionieren, und es ist auch was, was nicht, also was in der Voransicht angezeigt wird, aber wenn ich das aufzeichne, wenn ich es nach Twitch streame zum Beispiel, wird es nicht wirksam. Okay, obwohl das ja Teil. Ha! Ja, weil deine virtuelle Kamera, ja, das ist, was du selber schon hast und nicht das, was du als Bildschirmfreigabe Naja, rausschickst. ich habe das Empfinden, dass das wirklich erst dann bei der Anzeige der anderen zusammengemischt wird. Also, Okay. Müssen wir uns ich mal glaube, Zoom, anschauen, aber das genau, wird das gut, schauen ja. wir uns mal beim nächsten Mal an. Dann müssen wir mal vorher Zoom nochmal auf die ganz Ja. aktuellste Version immer installieren. Das ist auch was dort erst so ungefähr seit einer Woche auftaucht, dass ich diese Layout-Änderung machen kann. Ganz Und Hot ich Stuff. Habe das bisher noch nicht so richtig rausgefunden, was es macht. Es sieht Ja. aber auf jeden Fall irgendwie fancy aus. Wäre tatsächlich ein cooles Feature und würde vielleicht an der einen oder anderen Stelle direkt aus Zoom Dinge erlauben. Gerade wenn man Genau, nachts also essen es ist so könnte. eben das, Ja. so wie ich immer sonst meine Videos aufzeichne. Ja, ich bin eben direkt vor meinem anderen Bildschirmhintergrund, und der Bildschirmhintergrund kann dann eben ein beliebiger Bildschirmhintergrund sein und nicht nur PowerPoint-Folien, so wie Ja. bisher, wo das Zoom schon bestimmt seit einem Jahr Okay. oder 2 Jahren kann. Okay, sehr gut. Okay, sehr cool. Alles Dann klar. testen wir das beim nächsten Mal Ja, und sagen bis passt. dahin, ciao, ciao. Ciao. Stream beenden und Livestream beenden. So, also deine Werbung hat auf jeden Fall Früchte getragen. 12 Leute. 12 Leute. Und Also jetzt durch insgesamt oder gleichzeitig? insgesamt. Und quasi immer wieder ist einer dazu Okay. danach gekommen. Durchschnittliche Wiedergabe dauert 12 Minuten, ist jetzt auch nicht schlecht. Genau. Und Aufnahme beenden.